herzlichen Dank für diese Gelegenheit, für dieses Gespräch. Also ich bin schon ein bisschen eingeschüchtert, weil IT, also ich IT-Recht, ich kann mein Mobilephone gerade so knapp managen. Also das Recht, diese Hälfte des Ausdrucks habe ich einigermaßen in meiner Praxis erfahren. Die technische Seite ein mit sieben. Aber ich denke, wir werden sicher ein interessantes Gespräch haben. Vielleicht haben Sie die Einführung gesehen, das Abstract. Ich habe hier einen großen Titel gegeben: Quo Vadis Homo sapiens, zurück in die Zukunft oder vorwärts in die Steinzeit. Und dazu Gedanken zur Rückkehr des Unrechtsstaates. Das ist natürlich ein. Ich werde jetzt auch noch kurz das Abstract Ihnen noch lesen als Einführung und dann von dem her ein Gespräch mit Ihnen entwickeln. Also vor mehr als 200 Jahren begann der Siegeszug der Aufklärung. Mit Idealen wie Vernunft, Moral und Gemeinnutzen. Wir haben autokratische Staatsformen ersetzt durch Demokratie, durch Gewaltenteilung, durch Rechtsstaatlichkeit und dem Ende des Krieges und der Gründung UNO und dann dem Fall der Berliner Mauer Ende 80er Jahre schien dann um die Jahrtausendwende endlich auch die Utopie des Weltfriedens eigentlich in Greifbarkeit zu sein, die Utopie der Freiheit, der Menschenrechte, was wir ja erreichen wollten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und kaum waren wir in diesem neuen Jahrtausend, kam dann 9/11. Und danach 20 Jahre des Zerfalls westlicher Werteintegrität. Also vom Krieg gegen den Terrorismus, den berüchtigten War on Terror, Angriffskriege, nicht verwendet im Irak, Drohnenmorde, Folter, Guantanamo, der Überwachungsstaat, bis hin zum jetzigen Kalten Krieg 2.0, die sogenannten Forever Wars, die nicht in Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen und vielleicht bald auch Iran und Venezuela. Gleichzeitig jagt eine Krise die andere. Wir kommen von Schuldenkrisen in Migrationskrisen, in Umweltkrisen, jetzt Pandemiekrisen. Und jedes Mal profitiert eine immer kleinere Minderheit auf Kosten einer immer größeren Mehrheit. Die soziale Solidarität schwindet, die Privatisierung schreitet voran und lösungsorientierte Sachpolitik wird auch in Demokratien zunehmend von parteipolitischem Leerlauf verdrängt. Dann wer auf das Systemversagen aufmerksam macht, wird nicht willkommen geheißen. Nicht? Er riskiert das sogenannte Deplatforming, Cancel Culture, Cybermobbing sogar oder im schlimmsten Fall politische Verfolgung. Eines ist klar, wenn wir so weitermachen, fahren wir den Karren an die Wand. Also was tun? Ich sage, aufwachen, in den Spiegel schauen und politische Verantwortung übernehmen, denn noch haben wir alles in der Hand. Und ich lade Sie ein zum Gespräch mit einem realistischen Utopisten. Jetzt, was ist das, ein realistischer Utopist? Und warum spreche ich von der Rückkehr des Unrechtsstaats? Das sind alles so große Begriffe. Wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, dass wir hier nicht alles umfassend behandeln können. Das sind riesige Themen. Aber ich finde es wichtig, dass wir dieses Big Picture immer wieder vor Augen haben, weil wir im Alltag sehr oft mit technischen Details, ja, auch in nicht technischen Berufen, aber sehr mit Details befasst sind, mit Ausschnitten der Wirklichkeit und die großen Zusammenhänge oft nicht sehen. In einer globalisierten Welt aber können wir eben nicht nur vor der eigenen Höhle wischen, sondern wir müssen wirklich das planetare Geschehen immer doch auch im Blick haben. Wenn ich sage Rückkehr des Unrechtsstaates, dann sage ich nicht, dass wir schon dort sind an diesem Problem, aber das ist das, was ich sehen komme. Und ich sehe, dass uns im Moment am Ende eines großen Zyklus, der, wie ich es erwähnt habe, mit der Aufklärung begonnen hat. Vorher war
hier in Europa vor allem, waren absolutistische Herrscher an der Macht. Die haben im Prinzip einfach alle Staatsgewalten in einer Person vereinigt, waren Richter und Henker und Regierende und Parlament alles gleichzeitig. Und die Bevölkerung hat dann irgendwann gemerkt, das geht nicht gut. Wir hatten die Französische Revolution, andere Bewegungen. Und das hat dann eben zur Ablösung dieser Herrschaftsformen geführt und zu den heutigen Demokratien und Rechtsstaaten, die wir haben. Wir haben aber jetzt in diesen 200 Jahren eine Entwicklung durchgemacht, wo ich jetzt behaupte, wir sind so am anderen Ende des Zyklus angekommen, wo wir so langsam in die Dekadenz fallen und eigentlich nicht mehr uns bewusst sind, wie wichtig Demokratie ist, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit ist und Gewaltenteilung und was das wirklich bedeutet. Ja? Es funktioniert nicht mehr richtig. Ja. Und ich sage das als realistischer Utopist. Was meine ich damit? Ich bin ein Utopist, weil ich an die Möglichkeit einer idealen Gesellschaft glaube. Einer idealen Gesellschaft im Sinne einer friedlichen, gerechten und nachhaltigen Gesellschaft. Was ja eigentlich in der UNO-Charta vorgesehen ist auch, nicht? Also programmatisch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich glaube, dass das möglich ist. Andererseits bin ich aber auch ein Realist, habe 20 Jahre im internationalen System verbracht und dort auch eine gewisse Enttäuschung durchgemacht. Also nicht nur eine gewisse, sondern eine sehr tiefe Enttäuschung. Ja. Ich bin in dem Sinne kein Träumer mehr. Ich habe 12 Jahre lang für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet, das ja in Genf das Hauptquartier hat, aber im Prinzip die große humanitäre Organisation ist, die in bewaffneten Konflikten arbeitet. Ich habe in Zürich Recht studiert und dann in einem Bezirksgericht mein Anwaltspraktikum gemacht und dann aber doch irgendwann entschieden, das ist mir zu klein, der Rahmen ist mir zu klein, das ist wichtig, nicht? Diese Scheidungen und Vertragsstreitigkeiten und strafrechtlichen Fälle, das ist eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion, aber für mich war das ein bisschen zu geordnet, ich fühlte mich ein bisschen wie einem Rosengarten, wo ich so die Rosen schneide und ich brauchte etwas Archaischeres und bin dann mit dem Roten Kreuz in den Balkankrieg, in den Kosovo-Krieg gegangen, dort als Delegierter, habe Kriegsgefangene besucht, nachher später dann auch im Nahen Osten, in Afghanistan. Da kam daneben auch 9-11. Ich habe die Rendition-Detainees, also die verdächtigten Terroristen, die da um die Welt in diese CIA-Black Sites verschoben wurden. Ich habe gewisse dieser Leute besucht in Geheimdienstgefängnissen im Nahen Osten und wurde damit sehr bald mit einer Realität konfrontiert, die sehr wenig zu tun hatte mit dem, was mir so erzählt worden ist in der Rechtsfakultät in Zürich oder was da in den Genfer Konventionen steht. Nicht? Und befinde mich also schon lange in diesem Spannungsverhältnis. Ich habe dann auch einmal eine Diss geschrieben zum Thema Targeted Killings, gezielte Tötungen, als diese Drohnentötungen begannen mit 9-11. Und sich dann auch institutionalisierten. Heute sind die völlig normal, werden als normal empfunden. Nicht Assassinations wurden, also diese gezielten Tötungen, politische Morde wurden von Staaten natürlich schon vor 5000 Jahren ausgeübt, aber es war immer irgendwie geheim, es war immer hinter den Kulissen. Man hat es immer irgendwie so wie in einem James Bond-Film, nicht so hinter. Versteckt gemacht, diese Geheimagenten. Aber dass man dass ein Staat offen an die Öffentlichkeit tritt und sagt, wir haben Drohnen, wir haben eine Politik der gezielten Tötung, die verdächtigten Terroristen. Ja? Also, im Strafrecht hat man ja dann eine Unschuldsvermutung bei einem Verdacht und so. Bei den Drohnenmorden ist es umgekehrt, hat man eigentlich sozusagen eine Schuldvermutung. Da wird auf bloßen Verdacht hin wurden dann Menschen aus dem Weg geschafft. Und das hat sich dann eskaliert, bezeichnenderweise als Obama Präsident wurde und Guantanamo schließen wollte, der wollte keine neuen Gefangenen mehr, dann hat er eigentlich eine Instruktion gegeben, anstatt Gefangennahme machen wir gleich Tötung und hat dann die Drohnenmorde in die Höhe geschraubt. Nicht unter Bush waren es 2 Angriffe pro Monat im Schnitt in seiner Präsidentschaft, bei Obama waren es 5 pro Woche im Schnitt während 8 Jahren, unter Präsident Trump waren es dann 3 pro Tag. Also einfach, dass man die Eskalationskurve einmal sieht, einer Aktivität, die vor 20 Jahren noch völlig
als illegal betrachtet wurde. Und heute ist es völlig normal, dass der US-Präsident einmal pro Woche zu einer Kaffeetasse eine Liste bekommt mit Namen und die er dann sagt, ja, also der wird liquidiert, der nicht, der wird liquidiert, der nicht, und lässt sich da briefen von den Geheimdiensten, was die Gründe dafür sind. Aber es ist eine reine Exekutivgewalt, nicht? Also das muss man vorstellen, der Bundesrat in der wöchentlichen Sitzung, nicht, beschließt, wer jetzt da nächste Woche alles abgeschossen wird. Natürlich nicht in der Schweiz wäre das dann, sondern im Ausland, nicht? Das, bei Amerika akzeptiert man das heute. Aber bei der Schweiz wirkt das völlig absurd, nicht? Aber im Prinzip rechtlich gesehen ist es dasselbe, nicht? Es ist einfach machtpolitisch gesehen nicht dasselbe. Aber deshalb sage ich, ein Staat, also ich nehme das einfach als ein Beispiel, ein Staat, wo der Präsident aufgrund von geheimen Informationen der Geheimdienste, die auch nie überwachbar sind, auch für das Parlament nicht überwachbar sind, von den Gerichten nicht überwachbar sind, aufgrund dieser Informationen Tötungsentscheide fällt, die auch nicht überprüfbar sind, die auch nie untersucht werden, geht nachher niemand hin in Nordpakistan oder in Somalia und schaut, war das rechtens, was da geschehen ist, sind da Unschuldige zu Schaden gekommen, müssen wir da Entschädigungen zahlen, das kommt alles nicht. Nicht? Und wenn das einmal in 10 Jahren geschieht, kann man ja drüber wegschauen. Aber wenn das dreimal pro Tag geschieht, und wir wissen es ja nicht mal, ja, das ist alles irgendwo, weil es nicht in den Medien ist, nehmen wir es nicht wahr. Aber wir haben hier zum Beispiel eine Tötungsmaschinerie, die sich entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, die für mich mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun hat. Nicht? Und ich nehme das als ein Beispiel. Wir haben da ganz verschiedene Stränge. Wie bin ich zu dieser ganzen Geschichte gekommen? Für mich war dieses UNO-Mandat ein Wendepunkt. Ich hatte diese 12 Jahre beim IKK gearbeitet als Rechtsberater, war mit sehr viel konfrontiert, war aber immer irgendwie noch systemgläubig, in dem Sinn, dass ich dachte, ja, also bei uns ist das die Welt in Ordnung. Wenn ich nach Syrien gehe oder nach Afghanistan oder nach Kolumbien, dann ist dort Krieg. Das ist klar, dort funktioniert alles nicht. Dort erwartet man nach Korruption und Kriegsverbrechen und so weiter und versucht da in die richtige Richtung aktiv zu werden. Aber wenn man nach Hause kommt, nach Genf, dann stimmt alles nicht. Dann sind wir im Rechtsstaat, in der Demokratie. Dann schaut man auch nicht genauer hin, weil im Prinzip haben wir diese Vorbildwirkung. Und es ist auch viel weniger schlimm bei uns. Nur mit diesem UNO-Mandat hatte ich zum ersten Mal eigentlich die Zuständigkeit für alle UNO-Mitgliedstaaten. Da musste ich mich auch mit Fällen befassen, die eben nicht in Kriegsgebieten stattgefunden hatten oder in Krisengebieten, sondern wo behauptet wurde, dass eben auch Rechtsstaaten die Folterkonvention verletzen. Und das, dort wurde ich wirklich desillusioniert, weil ich dachte, ja gut, also wenn ich einem Rechtsstaat einen Folterfall vorlege, dann werden die natürlich mir antworten, wir können das klären und dann, wenn es ein Problem gab, dann gibt es ein rechtsstaatliches Verfahren und dann ist das gelöst, nicht? Und dort wurde ich also wirklich, dort kam ich auf die Welt, würde ich sagen. Dort habe ich wirklich gemerkt, das funktioniert in der Praxis nicht. Kurz zu meinem UNO-Mandat. Ich bin UNO-Sonderberichterstatter für Folter und andere unmenschliche, unentwürdigende und grausame Behandlungen und Bestrafungen. Also im Prinzip alles, was mit unmenschlicher Behandlung zu tun hat, bis zu Folter. Ich bin mandatiert vom Menschenrechtsrat in Genf. Das ist ein Gremium von 47 Staaten, das in Genf tagt, Menschenrechtsthemen bespricht. Und die haben mich ernannt auf 2x3 Jahre. Also jetzt bin ich im 5. Jahr von 6 Maximum. Und mein Mandat ist, mein Auftrag ist, den Staaten Bericht zu erstatten über ihre eigene Einhaltung des Folterverbots weltweit. Und ich mache das auf 3 Arten. Das eine ist, dass ich Länder besuche und die Gefängnisse besuche und evaluiere. Das zweite ist, dass ich thematische Berichte an die Generalversammlung in New York und auch hier in Genf an den Menschenrechtsrat schreibe. Also da kann ich gewisse Themen ans Licht ziehen, die vielleicht nicht beachtet werden von den Staaten, wo es zu Folter und Misshandlungen kommt, und kann Empfehlungen machen, wie die Staaten dem entgegentreten sollen, um eben solche Missbräuche zu verhindern. Und das dritte ist, ich mache Individualinterventionen,
auf Individualbeschwerden hin. Also Folteropfer oder ihre Angehörigen, aber auch Menschenrechtsorganisationen, Anwälte können sich an mich wenden, an mein Büro. Und ich bekomme etwa 10 bis 15 Anfragen pro Tag mit der Bitte, ich solle doch bei der Regierung, die verantwortlich ist, angeblich für diesen Missbrauch, intervenieren und versuchen, den Missbrauch zu beenden oder zu verhindern, wenn es um eine Auslieferung geht zum Beispiel oder eine Hinrichtung. Also ich habe sehr oft noch so letzte Anfragen von Leuten, die dann bald hingerichtet werden sollten, dass ich dort noch interveniere bei der Regierung. Und ich habe auch Zugang zu den Außenministern der UNO-Mitgliedstaaten. Innerhalb von 24 Stunden kann ich dort intervenieren. Ich habe das auch bei Julian Assange eben gemacht. Über diesen Fall kennen wir uns. Das ist jetzt gerade ein Beispielfall, wo es um westliche Rechtsstaaten geht, die sich ja mit dem Herrn befassen. Und also Schweden, Großbritannien jetzt, die USA und auch Ecuador, die vier Staaten, die hauptsächlich dort involviert waren, auch Australien noch ein bisschen. Und ich habe aber auch andere Fälle gehabt, auch in der Schweiz. Es gab diese spanische, also die Baskin Nekan Japartegi, das ist eine Baskin, die in die Schweiz geflohen ist, die in Spanien gefoltert worden ist, nach eigenen Angaben und was auch ärztlich bestätigt worden ist, und aufgrund dieser Folter gestanden hat, also ein falsches Geständnis abgelegt hat und aufgrund dieses falschen Geständnisses verurteilt worden ist zu 11 Jahren Gefängnis, ist aber vor Antritt dieser Strafe in die Schweiz geflohen und Spanien wollte sie dann ausgeliefert haben. Ich habe dann zu ihren Gunsten zum Beispiel bei der Schweiz auch interveniert. Und auch bei der Schweiz kam ich dort an Grenzen, die ich nicht erwartet hätte. Also das ist eine Frau, die eine glaubwürdige Foltergeschichte hat, die von zwei unabhängigen medizinischen Experten untersucht worden ist, die spezialisiert sind auf Folteropfer und beide kamen zum Schluss, sie sei glaubwürdig in diesen Angaben. Und die Schweiz wollte diese Frau an Spanien ausliefern. Und das geht natürlich nicht nach der Antifolterkonvention. Man kann ein Folteropfer nicht ausliefern an den Staat, in dem sie angeblich gefoltert worden ist. Vor allem nicht, weil sie ja dann ins Gefängnis käme, aufgrund von Angaben, die erfoltert worden sind. Und das ist völkerrechtswidrig. Die Schweiz hat es aber hingekriegt, diese Foltervorwürfe nicht mal in Betracht zu ziehen. Also das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat in seinem Entscheid gesagt, es müsse sich nicht mit diesen Foltervorwürfen befassen, weil Spanien sei ja ein demokratischer Rechtsstaat. Und Bellinzona sei ja nicht, also unser Bundesstrafgericht sei ja nicht der Menschenrechtsgerichtshof, der Spanien überwachen müsse. Also ist natürlich ist Spanien ein demokratischer Rechtsstaat, aber nur schon das Argument, dass man Foltervorwürfe nicht untersuchen muss bei demokratischen Rechtsstaaten. Also wir wissen ja nicht erst seit Guantanamo, dass demokratische Rechtsstaaten foltern können, nicht? Also die USA, Israel, Großbritannien sind Kandidaten, die wir kennen, aber es geschieht auch immer wieder in der Schweiz, nicht, dass Polizisten mehr Gewalt anwenden, als sie dürfen, dass sie im Verhör vielleicht auch Druckmethoden anwenden, Einschüchterungen anwenden, die schon jenseits der Grenze des Zulässigen sind. Und man sieht dort, dass die Schweiz dort nicht Spanien gegenübertreten wollte und sagen, wir können diese Frau nicht ausliefern, weil wir haben glaubwürdige Foltervorwürfe. Man hat mir auch hinter den Kulissen sozusagen dann zu verstehen gegeben aus Bern, ja, wir können den Spaniern gegenüber das einfach nicht sagen. Nein, das sind wichtige Partner in der EU. Nicht? Und ich mache das jetzt nicht, um die Schweiz irgendwie da zu beschuldigen, weil die gleichen Funktionen sehe ich auch sonst bei Staaten. Nicht, dass wir uns arrangiert haben mit wirtschaftlichen Interessen, mit politischen Interessen und aufgrund, die sind so stark, dass wir bei den Menschenrechten dann Kompromisse machen. Dass wir eben eine gefolterte Frau zurück ausliefern an das Land, wo sie gefoltert worden ist, weil wir unsere politischen Interessen und wirtschaftlichen Interessen mit diesem wichtigen EU-Staat nicht gefährden wollen. Und dort
dort sehe ich natürlich schon ein großes Problem. Das sind so Dinge, die mich schockiert haben. Ich habe das auch im Fall Julian Assange gesehen. Ich werde das jetzt nicht groß auspacken, weil da könnten wir gleich 3 Stunden füllen. Aber das ist auch ein Fall, auf den wollte ich mich persönlich nicht einlassen zuerst, als seine Anwälte mich kontaktierten, weil ich dachte, ja, das ist doch dieser Gewaltiger, dieser Hacker, dieser Spion und so. Nicht, was ich so aus der Presse aufgeschnappt hatte. Und ich war mir gar nicht bewusst, wie stark das einfach Vorurteile waren. Bis ich mich ein bisschen dann mit den Beweismitteln zu befassen begann und merkte, dass dieses ganze Narrativ extrem stark konstruiert worden ist und es einfach keine Beweise dafür gibt. Dass es aber Beweise dafür gibt, dass er aus politischen Gründen festgehalten wird. Nicht? Der ist seit 2 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien, wird seit September 2019 festgehalten, rein präventiv, weil die USA ihn ausgeliefert haben möchte, in Isolationshaft, kann mit niemandem sprechen, kann nicht kommunizieren, kann seinen Beruf nicht ausüben, sitzt keine Strafe ab. Nicht? Das ist reine Präventivhaft. Also er könnte auch im Hausarrest sein. Augusto Pinochet war in Auslieferungshaft in London 1,5 Jahre in einer großen Villa, wurde untergebracht, wurde von Margaret Thatcher besucht und so weiter, hatte unbeschränkten Zugang zur Öffentlichkeit. Und bei ihm sieht man, dass man ihn isolieren möchte, dass man seine Möglichkeit zu kommunizieren unterbinden möchte. Ich habe über solche Einzelfälle, wo ich interveniert habe und die Staaten an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen erinnert habe, mit eindeutigen Beweisen bin ich immer wieder an eine Wand gerannt. Und bei den demokratischen Rechtsstaaten genau gleich wie in, sag mal, autokratischen Diktaturen. Nicht? Also wenn ich da oder Staaten, die vielleicht so die usual suspects sind, wie Iran oder Saudi-Arabien. Aber letztlich, das hat mich dann dazu bewegt, mal eine Analyse zu machen. Meine ersten 500 Interventionen, die ich gemacht habe in den ersten 4 Jahren, habe ich analysiert, statistisch. Ich habe gesehen, dass in 90% der Fälle, wo ich Staaten bitte, Maßnahmen zu ergreifen, um ein Folteropfer zu schützen oder die Folter zu unterbinden, eine Auslieferung zu verhindern, eine Hinrichtung abzusagen, dass in 90% aller Fälle das nicht funktioniert. Dass ich nur in weniger als 10% der Fälle eine positive Antwort bekomme. Und das hat mich jetzt dazu bewegt, und deshalb erzähle ich diese ganze Geschichte, mich zu fragen, ja, wo ist das Problem? Wie kann es sein, dass ich ein Leben lang für ein Menschenrechtssystem arbeite, dass das Folterverbot ist eines der unbestrittensten Verbote des Völkerrechts, nicht? Also, es gibt keinen Staat, der offen behauptet, Folter sei legal. Ja, es gibt Staaten, die dann behaupten, ja, wir foltern nicht, wir machen Enhanced Interrogation und so. Sie versuchen, andere Namen zu finden für das, was sie da machen. Aber alle sind eigentlich einverstanden, dass Folter nicht geht. Nicht? Und trotzdem, wenn man es dann anschaut, in jedem Staat der Welt kommt es vor. Zum Teil ist es körperliche Folter, zum Teil ist es psychische Folter. Aber diese Druckmethode, Menschen unter Druck zu setzen, Leiden zu verursachen, um sie zu einem Geständnis zu bringen oder sonst zu etwas zu zwingen oder zu einzuschüchtern. Das ist eine sehr, sehr verbreitete Methode weltweit. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie ist das möglich? Wie kann das koexistieren, diese weltweite Anerkennung dieses absoluten Verbots einerseits und die weltweite Praxis genau dieser unmenschlichen Behandlung auf der anderen Seite? Ich habe Berichte geschrieben zur Migrationskrise, nicht? Wo im Moment etwa 65 Millionen Migranten auf dem Weg sind, also zwangsmäßig auf der Flucht sind, in ihrem eigenen Land oder international. Wir kennen es natürlich vor allem aus dieser Balkankrise und dem Mittelmeer-Kontext. Und ich habe gesehen, habe da breite Konsultationen durchgeführt und habe gesehen, wie die europäischen Staaten hier natürlich ganz bewusst versuchen zu verhindern, dass diese Leute übers Mittelmeer nach Europa hineinkommen. Obwohl sie wissen, dass diese Camps, in denen sie sich befinden in Libyen, dass sie dort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gefoltert, vergewaltigt werden, zum Teil versklavt werden, in das Trafficking hineinkommen, in Zwangsarbeit und so weiter. Also ganz klar unmenschliche
Behandlung ist. Also es ist ein bisschen wie früher im Kontext die Schweiz in der Mitte im Zweiten Weltkrieg, die dann, sagen wir, den Juden die Einreise verboten hat und gesagt hat, das Boot ist voll. Heute sagen wir in Europa, das Boot ist voll. Nicht? Und am Anfang hat man diese Gummiboote noch physisch, hat die Küstenwache der Europäer die noch zurückgetrieben nach Libyen, bis das Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gesagt hat, das geht nicht. Die haben das Recht, Asyl zu beantragen, sobald ihr mit ihnen in Kontakt seid. Jetzt haben die Europäer eine neue Methode gefunden. Damit sie nicht in Kontakt kommen mit den Leuten, finanzieren sie einfach die Küstenwache der Libyer und rüsten sie aus mit Booten, Schnellbooten und so weiter, und fliegen mit dem Flugzeug über dem Mittelmeer und identifizieren die Gummiboote von oben und geben dann den Libyern die Koordinaten durch, damit sie zurückholen können. Nicht? Und dann behaupten sie, ja, wir waren ja nicht in Kontakt mit denen. Nicht? Und das ist, aber sie wissen genau, was mit diesen Menschen passiert nachher. Und das ist natürlich Folter und Misshandlung und zum Teil auch Mord. Nicht? Und diese Scheinheiligkeit hat mich extrem schockiert, das zu sehen im reichen Teil der Welt, die sich sehr gerne als demokratisch, rechtsstaatlich gibt. Nicht, wenn der Alexej Nawalny in Russland verhaftet wird, dann gehen die Minister, stehen Schlange, um da auf die Barrikade zu gehen im Westen und Sanktionen anzudrohen gegen Russland. Aber wenn ein Journalist wie Assange in Einzelhaft sitzt, weil er die Wahrheit gesagt hat über die Kriegsverbrechen des Westens, und das ist ein einziges Verbrechen, man hat ihm nichts anderes nachweisen können bis jetzt, ne? In den letzten 10 Jahren. Dann sagt niemand etwas. Und wenn ich dann interveniere bei der Generalversammlung in New York, beim Menschenrechtsrat in Genf oder bei den Regierungen selber, dann verweigern sie mir den Dialog. Und das ist wirklich ein großes Problem. Jetzt ich habe mir dann das überlegt. Ich möchte auch hier ein bisschen zum Bogen kommen, wo sehe ich die Grundlagen, die Gründe für dieses Verhalten, weil ich konnte es moralisch einfach nicht mehr erklären, ja, und habe mich dann tatsächlich mal mit einem Neurobiologen und einer Sozialpsychologin zusammengesetzt, die spezialisiert sind auf kollektive Entscheidungsprozesse von Menschen. Und das war hoch spannend. Ich möchte Ihnen die Resultate hier ganz kurz zusammenfassen. Der Neurobiologe hat mir gesagt, ja, was ist denn dein Problem? Und ich habe gesagt, ja eben, ich bin in der UNO, ich spreche mit den Diplomaten, nicht? Wir haben ein weltweites Folterverbot, alle feiern das jedes Jahr, nicht? Noch ein Jahr mehr weltweites Folterverbot, und gleichzeitig, wenn ich dann aber interveniere, in 90% der Fälle bekomme ich eine nutzlose Antwort, bekomme ich Ausflüchte zu hören. Und es wird eigentlich wird dann wirtschaftlichen und militärischen Interessen Vorrang gegeben vor dem Folterverbot. Und dann hat er gesagt, ja, rechtlich ist das schon ein Problem, aber biologisch ist das völlig normal. Weil neurobiologisch sind wir so verkabelt, nicht? Weil unsere Biologie hat sich nicht groß verändert seit der Höhlen der Steinzeit. Und deshalb spreche ich hier von der Steinzeit. Und wenn man in einer kleinen Gruppe ist, erklärt der mir. Ja, wenn man in einer kleinen Gruppe von Höhlenmenschen wohnt, lebt in dieser Höhle wohnt und außen dran steht der Säbelzahntiger, nicht? Dann kann man sich nicht mit Gerechtigkeit so befassen, nicht? Also wenn der stärkste Gruppenführer jetzt irgendwie Ansprüche stellt, die vielleicht nicht ganz gerecht sind, dann wird man die Augen verschließen. Weil wenn man als Schwächer das durchsetzen möchte, überlebt man es wahrscheinlich nicht. Weil entweder kriegt man es mit dem Stärkeren zu tun, kriegt man die Keule auf den Kopf, einfach gesagt, oder er wirft einen aus der Höhle und dort wartet dann der Säbelzahntiger. Nicht? Oder sonst irgendwie. Man ist auf die Gruppe angewiesen für das Überleben. Und der hat mir das ganz einfach erklärt, hat gesagt, wir sind diejenigen, die sich adaptiert haben, die sich angepasst haben der Gruppendynamik. Die haben überlebt, haben sich fortgepflanzt, ihre Genetik hat sich so nach Darwin vermehrt. Und die sich gewehrt haben, die sind halt meistens umgekommen. Ne? Also wenn sie nicht gerade die Stärksten waren in der Gruppe. Und deshalb ist das sehr, sehr selten. Und deshalb haben wir alle in uns drin,
sehr dominant, dieses Verhalten. Das ist, und das hat die Sozialpsychologin dann bestätigt, das hat man untersucht, das ist auf der unbewussten Ebene geschieht das schon, dass wir in einer Gruppe spüren, was von uns erwartet wird und im Eigeninteresse eigentlich uns anpassen. Das heißt, dass wir eigentlich versuchen, Konflikte in der Gruppe zu vermeiden. Und das heißt natürlich, dass wir auch unangenehme Nachrichten wie, ja, in meiner Behörde kommt es zu Folter, Kollegen, die zu meiner Gruppe gehören, haben sich schlecht benommen, da hat man eher die Tendenz, die Augen zuerst mal zu verschließen. Nicht? Also das ist nicht einfach böse, das ist nicht böse Verschwörungen, sondern es ist eigentlich vor allem unbewusstes, vorprogrammiertes Verhalten, eine Tendenz, die wir haben. Und wenn man das beginnt, ein bisschen zu untersuchen und auch die in der naturwissenschaftlichen Forschung sieht, wie solche Verhaltensforschung auch untersucht worden ist, was die Ergebnisse waren, dann wird einem auch ein bisschen klar, was im Plenarsaal der Generalversammlung geschieht und welche Verhandlungen dann lieber irgendwo in den dunklen Ecken hinter der Kaffeebar stattfinden. Und das ist schon erschütternd zu sehen, ja, wie diese großen Illusionen, die wir uns machen von Menschenrechten und Gerechtigkeit und so weiter und was die bittere Realität auch ist und wie viel von dem ein bewusstes, instinktives Verhalten ist. Ich könnte hier lange darüber referieren. Ich finde aber, was ganz wichtig ist, heute sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Wir stehen vor vielen dieser Krisen, die ich hier ein bisschen angerissen, angezeichnet habe. Die meisten davon sind menschengemacht. Also beim Covid-Virus wissen wir es nicht, aber sonst, ich meine, Migrationskrise und Finanzkrisen und so weiter, bewaffnete Konflikte, das sind natürlich alles menschengemachte Krisen, wo diese Verhaltensweisen sehr stark zum Ausdruck kommen. Und was ich wichtig finde, nicht wenn wir versuchen, unsere Spezies ins nächste Jahrhundert noch zu bringen, dass wir das überleben, dann müssen wir eine nachhaltige Gesellschaft kreieren. Wir müssen uns überlegen, wie organisieren wir die Welt dass sie, und die Menschheit, dass wir das nachhaltig, gerecht und friedlich organisieren können. Und da reicht eben eine UNO-Charta nicht, die den Krieg verbietet oder eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die Folter verbietet, sondern wir müssen auch anerkennen, wer wir wirklich sind. Deshalb spreche ich hier von Aufstehen, in den Spiegel schauen und Verantwortung über in den Spiegel schauen, ist ganz wichtig. Weil gerade die westlichen Staaten setzen sich sehr gerne für Menschenrechte ein, in anderen Staaten. Aber in den eigenen Staaten, bei sich selber, sind sie sehr empfindlich, ja, wenn ich sie auf die eigenen Schattenseiten anspreche. Und diese Tendenz haben wir alle. Ich hatte das auch. Ich wollte mich auch nicht auf den Fall Julian Assange einlassen. Ich hatte auch meine Vorurteile. Ich habe einen anderen Fall, mit dem ich jetzt, das wird jetzt dann nächstens, auch nächste Woche dann auch in der Öffentlichkeit sein, ich setze mich für einen Schweizer, einen Schweizer bekannten Fall ein, der war früher als Carlos bekannt und ist heute als Brian bekannt, ein Gewalttäter im Zürcher Gefängnis, der dort sehr lange in Isolationshaft ist. Seine Anwälte sind auch auf mich zugekommen. Und ich gebe zu, auch dort, ich hatte auch selber persönlich zuerst fast eine Abwehrhaltung, weil ich kannte auch dieses Narrativ aus der Presse von diesem, ja, fast dämonisierten Mann nicht. Und ich denke, dass wir uns viel mehr mit unseren eigenen Vorurteilen und Schlagseiten befassen müssen, dass wir ein Regierungssystem kreieren müssen, das dem ehrlich gegenübersteht, das keine unkontrollierten Machtbereiche zulässt. Wir haben viel zu viel davon heute in der Wirtschaft, wo unglaubliche Machtkonzentration stattfindet in sehr wenigen Händen. Das kommt nicht gut, ja, weil niemand, kein Mensch, wir sind alle keine Engel, keine Heiligen, nicht? Aber wir sind auch keine Dämonen, wir sind einfach Menschen. Aber ich sage meistens nicht, wenn sie jetzt alle mit dem Auto gekommen wären und da draußen wäre ein großer Parkplatz mit einem Schild, ja, das kostet jetzt irgendwie 5 Franken pro Stunde. Aber wir machen, es ist Covid-Zeit, wir machen keine Kontrollen. Wer von Ihnen hätte bezahlt? Wenn es keine Kontrollen gibt, die wenigsten, nicht? Aber wenn dort steht, es gibt eine elektronische, automatische Kontrolle und wenn Sie nicht nachzahlen nach einer Stunde, dann gibt es automatisch eine Buße, das wird abgebucht von Ihrer Kreditkarte, die kennen wir ja schon über Google und so weiter, nicht? Also,
dann würden sie wahrscheinlich noch rausrennen, um nachzuzahlen. Und ich sage, das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Wir sind einfach so programmiert, dass wir Freiräume ausnutzen. Wenn auf der Autobahn keine Radarkontrolle stattfindet, dann fahren wir halt so schnell, wie es uns gut dünkt, nicht? Und ich denke, das sind, auch wenn es eine Limite gäbe, und ich denke, dass wir das uns damit viel ehrlicher befassen müssen. Weil was ich sehe im Alltag, Hannah Arendt hat das im Zusammenhang mit dem Holocaust als die Banalität des Bösen im Eichmann-Prozess, hat sie das so bezeichnet, nicht? Dass das nicht groß angerichtete Verschwörungen sind sehr oft, sondern einfach die Banalität von Behördenkollusion im Alltag, wo jeder sein kleines Rädchen ist und einfach den Weg des geringsten Widerstands geht im Alltag, nicht den unbequemen Weg geht und sagt, halt, da ist etwas schiefgelaufen, da ist etwas nicht ganz korrekt, sondern lieber mal nicht hinschaut. Und wenn man das kumuliert, haben wir am Schluss massive Ungerechtigkeit, zum Teil sogar ganz schwere Völkerrechtsverbrechen. Und ich denke, da müssen wir wirklich viel, viel ehrlicher sein. Wir müssen anerkennen, dass unüberwachte Macht immer missbraucht wird. Das ist unvermeidlich. Dass wir nicht als Spezies nicht geeignet sind, unüberwachte Macht zu haben. Ich habe gesagt, in der Wirtschaft gibt es viel zu viel davon, auch in der Politik gibt es viel zu viel davon, wo wir nicht wissen, wer was, aus welchem Grund entscheidet, welche wirtschaftlichen Interessen da vertreten sind, nicht in unserem Parlament mit Lobbying. Können Sie sich überlegen, nicht nur in unserem, also in allen demokratischen Parlamenten haben wir starke Lobbying-Mächte. Ist klar, die Wirtschaft übt einen sehr starken Einfluss aus auf die Gesetzgebung und das ist dann nicht unbedingt im allgemeinen Interesse. Ist das noch Demokratie? Ist es nicht? Wo sind die Verbindungen? Nicht? Warum werden gewisse Entscheide getroffen? Und heute sind wir sehr stark im Bereich Geheimdienste daran, die Macht der Geheimdienste zu stärken. Und Geheimdienste wiederum sind nicht böse. Es sind unsere Wachhunde. Und Wachhunde müssen scharf sein, die müssen überall bellen, auch mal beim Postboten, nicht nur beim Einbrecher. Nicht, aber deshalb muss man sie auch an der Leine behalten. Und an der Leine behalten heißt Aufsicht, es heißt Transparenz, weil wir uns einfach bewusst sein müssen, dass sonst, wenn wir Wachhunde selber entscheiden lassen, dann ufert das aus. Nicht, die Fischenaffäre in der Schweiz ist ein guter Beweis dafür. Am Schluss waren 900.000 Schweizer in einem Land von damals 6 Millionen, also waren in den Fischen. Das ist, wir sind jetzt auch drauf und dran, wieder in eine ähnliche Richtung zu gehen mit dem PMT, mit dem Nachrichtendienstgesetz. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir da viel, viel stärkere Strukturen haben müssen. Und wenn wir hier noch die Verbindung machen zum Julian Assange-Case, Julian Assange mit WikiLeaks hat ja, das ist eine Plattform für Whistleblowers, also für Leute, die Informationen haben über Missverhalten von Regierungen oder Firmen und das im regulären Pfad nicht wirkungsvoll anbringen können. Das kann nicht korrigiert werden. Dann bringen sie diese Informationen an WikiLeaks auf anonyme Weise und WikiLeaks kann das veröffentlichen und an die Öffentlichkeit bringen. Und das ist natürlich diese Whistleblower-Funktion, ist unglaublich wichtig und wir sehen, dass Staaten allergisch auf das reagieren, sehr aggressiv reagieren, diese Leute unglaublich scharf verfolgen und zum Teil auch mit sehr langjährigen Strafen bestrafen. Und das finde ich hochproblematisch. Nicht? Man kann diskutieren, wie man im Bereich Leaks oder eben Veröffentlichungen, gerade im Internetbereich, muss man sehr vorsichtig sein mit Privatsphäre und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn es darum geht, Informationen, Beweise für Missverhalten von Staaten zu veröffentlichen, das ist unglaublich wichtig. Das darf man nicht aus sogenannten nationalen Sicherheitsgründen, also das ist dann der Vorwand, geheim halten. Ich habe das immer wieder so beschrieben, dass Whistleblowers sind der Feueralarm, der Rauchalarm der Demokratie, des Rechtsstaates. Ja. Wenn irgendwo etwas brennt, nicht ganz stimmt, dann geht dort der Alarm los und dann kommen diese Leaks und diese Beweise kommen an die Öffentlichkeit. Wenn man das jetzt abstellt, dann ist es wie wenn man den Feueralarm abstellt im Haus. Nicht? Man fühlt sich dann ein paar Momente lang wohl,
Man kann sich entspannen, man hört nichts, man hat seine Ruhe. Aber wenn man dann aufwacht, dann brennt die ganze Hütte. Ja. Und ich denke, da müssen wir wirklich uns bewusst sein, dass das wichtig ist, diese Funktion. Ja. Ich habe hier so eine kleine Tour de Force gemacht. Ich könnte natürlich stundenlang weitersprechen, aber ich möchte auch wissen, welche Themen möchten Sie allenfalls ansprechen. Ich dachte einfach, ich möchte mal so ein bisschen zeigen, woher ich komme, wie ich in diese Themen hereingekommen bin und warum ich mir Sorgen mache. Hat jemand ein Thema, eine Frage, die Sie... Ich habe eine Online-Frage schon bekommen. Ja. Frau Ermert fragt, Herr Melzer, Sie sagen, wir haben es noch in der Hand. Die Gerichte entscheiden aber gegen Kläger, die als unbeteiligte Opfer von Drohnen angegriffen werden. Die Gesetzgeber in der Schweiz oder Deutschland verabschieden präventive Kompetenzen für Polizei und Geheimdienste. Was haben wir in der Hand? Welche Maßnahmen empfehlen Sie? Ja, wir haben es in der Hand, weil wir in einer Demokratie leben, nicht? Aber wir müssen natürlich eben aufstehen und Verantwortung übernehmen. Und ich weiß, dass das anstrengend ist, nicht? Wir haben alle auch einen Hang zur Bequemlichkeit. Das heißt, unangenehme Nachrichten zu ignorieren, zu denken, ja, so schlimm wird das jetzt schon nicht sein, nicht? Wenn wir, wie wir es jetzt mit diesem PMT-Abstimmung am nächsten Wochenende in der Schweiz, wo es um diese polizeilichen Maßnahmen gegen Terrorismus geht, ich wehre mich sehr gegen dieses Gesetz. Nicht, weil ich für den Terrorismus wäre. Ich habe selber Freunde verloren in Terroranschlägen. Ich habe in Kriegsgebieten gearbeitet, musste immer wieder Angst haben vor diesen Anschlägen. Also ich bin da sehr sensibilisiert. Ich habe diese Terroristen im Gefängnis besucht, aber ich habe auch Antiterroreinheiten geholfen auszubilden in Afghanistan. Ich weiß einfach, dass dieses Gesetz uns nicht helfen wird, weil die Maßnahmen, die es vorsieht, viel zu spät greifen. Ja, wir greifen ja erst bei aktuellen und konkreten Hinweisen auf dass jemand eine Terroraktivität ausüben will. Und wenn jemand so weit ist, dann muss man nicht mehr mit Rayonverbot kommen. Die sind sehr gewaltbereit. Wenn es aber um die Verhinderung der Radikalisierung geht, dann muss man viel, viel, viel früher reingreifen können. Nicht erst, wenn konkrete und aktuelle Anhaltspunkte für die Absicht einer Terroraktivität besteht. Da muss man in der Schule schon eingreifen können. Das ist dann aber nicht Fettpollen und der Nachrichtendienst, sondern das ist dann die Schulpflege, nicht? Also das ist in der kantonalen Kompetenz. Dort, das ist dieses Gesetz ist ein bisschen eine Augenwischerei, in dem Sinn, dass es uns leider nicht helfen wird, Terrorismus wirklich zu verhindern. Andererseits aber, eine terroristische Gefährder, einen Begriff definiert, der viel zu weit ist, ja, der nicht nur potenzielle Gewaltverbrecher einschließt, sondern jeden, der aus politischen Gründen Furcht und Schrecken verbreitet. Das gibt es in keinem Rechtsstaat der Welt, außer der Schweiz. Nicht? Also Saudi-Arabien ist dort, geht in diese Richtung und Ägypten und so, aber das, was dort geschieht, möchten wir ja hier nicht unbedingt replizieren. Nicht? Und was erstaunlich ist, da gebe ich der Fragestellerin natürlich recht, wir haben sehr lautstark protestiert gegen dieses Gesetz. Also 5 UNO-Sonderberichterstatter, die Hochkommissarin für Menschenrechte der UNO, die Hochkommissarin für Menschenrechte des Europarates, 63, glaube ich, Professoren, Rechtsprofessoren der Schweiz. Das EBA selber hat protestiert beim EOPD in der Ämterkonsultation. Ich weiß nicht, das ganze Amnesty International natürlich. Also alle sind auf die Barrikaden gegangen und das EOPD mit der Bundesrätin Keller-Sutter behauptet einfach, ja, wir haben das konsultiert und alle Experten sind sich einig, das ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, welche Experten sie da im Sinn hat, weil alle Experten, die ich kenne, protestieren dagegen. Es gibt aber wahrscheinlich noch einen irgendwo im Bundesamt für Justiz, der das gut findet und das ist wahrscheinlich dann diese Konsultation. Nicht? Also ich möchte das aber nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich finde es auch gefährlich, nicht? Wenn so viele Institutionen, die sich mit Menschenrechten befassen, auf die Barrikaden gehen und auch Leute mit Erfahrung, das sind ja nicht einfach nur Idealisten, die keine Ahnung von Terrorismus haben, sondern vielleicht gerade die, die es eben kennen, gehen auf die Barrikaden. Dann frage ich mich ja, auf wen hört dann das EOPD? Und dort, denke ich, müssen wir als Bevölkerung viel kritischer sein mit unseren Behörden. Nicht? Wenn Sie fragen, ja, was können wir tun? Wenn wir abstimmen, wenn wir wählen, müssen wir wissen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir damit unsere Zukunft bestimmen. Nicht? Dass wenn wir Leute wählen, die uns einfache Lösungen anbieten,
die wir nicht die zu faul sind zu hinterfragen. Da müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn am Schluss ein Ergebnis herauskommt, das uns nicht gefällt. Und das sieht man auch international sehr oft, nicht, dass Populisten gewählt werden, die einfache, so einfach gestrickte Nachrichten haben, so tough on crime, ja, wir werden diese kriminellen Drogenhändler ins Gefängnis werfen und werden da streng sein, Nulltoleranz und so weiter. Nicht, das ist sehr attraktiv, ja, den wählen wir, dann haben wir sichere Straßen. Ja, ich habe solche Länder besucht. Argentinien war so ein Fall, wo das sehr stark 20 Jahre lang durchexerziert wurde, diese Politik des Tough on Crime. Und dort hat sich die Gefängnispopulation, Bevölkerung in der 20 Jahren verdreifacht. Die Infrastruktur ist aber immer noch genau die gleiche. Also Sie können sich die Haftbedingungen dort vorstellen. Also ganz klar unmenschlich. Das Problem ist auch, dass diese Argentinien ging natürlich durch Wirtschaftskrisen, da haben sehr viele Leute die Arbeit verloren. Und das Einzige, was ihnen blieb zum Teil, war, dass sie kleine Mengen von Drogen verkauften, um zu überleben. Ich rechtfertige das jetzt damit nicht. Ich sage, es war ein sozioökonomisches Problem, das zu diesem Phänomen geführt hat. Ich war dann in einem Frauengefängnis, ich sage das als Anekdote, um das zu illustrieren. Da war eine 28-jährige Frau drin, die hatte ihren dreijährigen Sohn, der konnte bis 4 Jahre dort sein. Also der durfte noch ein Jahr dort sein, im Gefängnis mit ihr, weil er sonst nirgends sein konnte. Und die kam zu mir und sagte, ja, sie möchte mit mir sprechen, sie habe ein Problem, sie dürfe keine Familienbesuche bekommen in diesem Gefängnis und sie wisse nicht, warum. Dann habe ich gefragt, ja, wer darf dann nicht kommen? Ja, mein Mann darf nicht kommen, mein Vater darf nicht kommen, mein Bruder darf nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo sind denn die? Und sie sagt, ja, die sind da in der Männerabteilung des Gefängnisses. Und das war natürlich genau das Problem. Nicht? Der Vater hat zuerst die Drogen gehandelt, dann hat man den eingesperrt und dann hat es der Bruder übernommen, dann der Mann. Und am Schluss war sie die Letzte, die es dann noch gemacht hat, weil sie einfach kein anderes Einkommen hat. Und ich habe das der Regierung dann in Buenos Aires auch vorgestellt, diesen Fall, und gesagt, schaut, also klar, Drogenhandel ist illegal, aber das ist ein gesellschaftsweites Problem. Das könnt ihr nicht einfach mit Gefängnis und Strafrecht und Repression lösen. Das müsst ihr anders lösen, weil diese Frau, wenn sie dann im Gefängnis ist, wird sie natürlich sofort durch jemanden anders ersetzt. Das Business, das geht natürlich weiter. Und ich möchte das nur hier illustrieren, dass dieses Wahlverhalten hat dann ganz konkrete Auswirkungen auf Menschenrechtsverletzungen. Aber ja. Ich habe noch weitere Fragen, ja. Also Frau Müller sagt, vielen Dank für Ihre Präsentation, sehr beeindruckend umfassend. Sie haben über das unbewusst ablaufende Entscheidungsverhalten von Personen in Gruppen gesprochen. Betrachten wir das Wahlverhalten der Schweizerinnen und Schweizer in letzter Zeit. Sind Sie hinsichtlich der Abstimmung am Sonntag zum Terrorgesetz noch realistisch-utopistisch gestimmt? Ja, optimistisch. Ja, also was ganz, ganz schwierig ist, ist dieses Narrativ, also ich sage es einfach mit diesem Antiterrorgesetz, da kenne ich es jetzt sehr gut. Da habe ich mich wirklich eingesetzt dagegen. Ich war auch an der Arena-Sendung dabei und so. Und ich habe es also dort wirklich jetzt ganz nahe miterlebt. Dass es unglaublich schwierig ist, dieses Narrativ umzudrehen. Nicht? Das einfache Narrativ von, wir möchten etwas gegen Terrorismus machen, wir schützen die Bevölkerung. Ja. Und als Durchschnittsbürger, der das Nachrichtendienstgesetz jetzt nicht gelesen hat und es auch nicht lesen wird, ja, was soll ich jetzt da machen? Ich bin gegen Terrorismus, nicht? Ich möchte doch, also bin ich dafür, nicht? Also und dort hat eben auch, finde ich, der Bundesrat eine große Verantwortung und leider schenkt er uns keinen klaren Wein ein. Also ich spreche jetzt vor allem von der Justizministerin. Also sie verdreht Tatsachen. Also sie erzählt uns Dinge, die nicht wahr sind. Ganz einfach. Nicht? Und weicht dann, wenn man sie damit konfrontiert, weicht sie aus und in Erklärungen, die dann für den Normalbürger nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das finde ich extrem problematisch, weil wir sind ja alle gegen Terrorismus. Und ich möchte mit meiner Intervention der Schweizer Regierung eigentlich helfen, ein Gesetz zu haben, das dann funktioniert, nicht? Und meine Sorge ist einfach, wenn ich sehe, dass das EOPD nicht auf uns hört von außen und nicht mal auf das eigene EDA hört, nicht? Das Außendepartement, dann frage ich mich, auf wen es eben hört. Und ich weiß natürlich, dass diese
diese Behörden, die hier involviert sind, natürlich auch mit ausländischen Geheimdiensten kooperieren. Das ist ja der ganze Punkt. Das muss auch so sein. Also Geheimdienstarbeit kann man heute nicht mehr isoliert in der Schweiz machen. Wir müssen irgendwie Zugang haben zu Informationen aus verschiedenen Gebieten der Welt. Die sind dann aber zum Teil unter Bedingungen gesammelt worden, diese Informationen von anderen Geheimdiensten und mit Methoden, die vielleicht menschenrechtlich sehr zweifelhaft sind und deshalb auch die Verlässlichkeit dieser Informationen sehr zweifelhaft ist. Und wenn wir jetzt ein Gesetz haben, das eine sehr breite Terrorismusdefinition hat und wir dann Leute auf diese Terrorlisten setzen, aufgrund von Informationen, die wir bekommen haben, von unserem Nachrichtendienst, der es bekommen hat vom MI6 oder vom CIA oder vom Bundesnachrichtendienst und der wieder vom lokalen Nachrichtendienst in Somalia, der irgendjemanden, einen Agenten hat in den Al-Shabaab-Milizen. Und jetzt behauptet die Ministerin, ja, das ist schon vielleicht eine weite Definition, aber wenn dann das nicht stimmt, dann kann das Bundesverwaltungsgericht das korrigieren. Ja, der Bundesverwaltungsrichter der kann ja nicht überprüfen, ob diese Information stimmt oder nicht, was da aus Somalia kommt. Nicht? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben unsere Wachhunde haben, aber an der Leine haben, dass wir eine Definition des Terrorismus haben, der für alle nachvollziehbar ist, der sich eben auf Gewaltverbrechen bezieht oder auf die Gefahr von Gewaltverbrechen, dass es darum geht und nicht darum, irgendwelche politischen Dissens, Verbreitung von Furcht und Schrecken aus politischen Gründen, das ist schon sehr, sehr schwammig. Also, das ist eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich bin nicht optimistisch, leider, in Bezug auf diese Abstimmung, auf dieses Gesetz im Moment. Ich denke nicht, dass die Problematik dieses Gesetzes angekommen ist im allgemeinen Verständnis dass es immer noch auf dieser einfachen Formel verhandelt wird, von möchten wir ein Gesetz gegen den Terrorismus oder nicht. Und ich glaube, wir möchten eigentlich, oder wir sollten alle eines wollen, aber wir sollten ein Gutes wollen. Und das Gesetz hier ist kein Gutes, das kann ich also mit Sicherheit sagen. Weitere Frage, bei einer Annahme des Gesetzes, was könnte dies für die internationale Wahrnehmung der humanitären, neutralen Schweiz bedeuten? Ja, ich meine, es ist natürlich ein katastrophales Beispiel. Also wenn wir, also einfach nur um es ganz klar zu sagen, dass Terrorismus ein bisschen verschieden definiert in verschiedenen Ländern, aber es sind immer in demokratischen Rechtsstaaten die gleichen drei Elemente. Es geht immer darum, dass Furcht und Schrecken verbreitet wird, oder Druck gemacht wird, um ein politisches Ziel zu erreichen. Und das Mittel ist die Androhung oder Ausführung eines Gewaltverbrechens, also Mord, schwere Körperverletzungen, Geiselnahmen, sowas. Nicht? Das sind so die Grundbestimmungen. Und jetzt, das ist Terrorismus. Das ist aber immer kumulativ. Nicht? Politische Absicht, Androhung oder Ausführung eines Gewaltverbrechens und damit wird dann Furcht und Schrecken verbreitet. Und in der Schweiz wird das jetzt auseinandergenommen und alternativ, das ist das einzige Land der Welt, das macht, sagt ja, das ist entweder eine Straftat oder Furcht und Schrecken verbreiten. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man dann keine Straftat mehr braucht. Also nicht eine Ausführung, nicht mal die Möglichkeit, also man sagt, Terrorismus ist aus politischen Gründen Furcht und Schrecken verbreiten. Das geht doch nicht. Also ich meine, das ist doch nicht normal. Ich meine, das macht man ja, also wenn man Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel, also Xenophobie, da bin ich auch nicht dafür. Nicht? Das ist problematisch, aber das ist nicht Terrorismus. Nicht? Wenn ich sage, ja, wir werden da überfremdet, verbreite ich ja Furcht und Schreck. Also wo ist die Grenze? Nicht? Oder Extinction Rebellion. Klimaaktivisten, die verbreiten auch Furcht und Schrecken. Ich verbreite im Moment gerade Furcht und Schrecken. Ja? Also ich meine, aus politischen Gründen, nicht? Weil ich möchte ja den Rechtsstaat draußen. Ja? Ja, eben. Aber ich meine, das ist doch, das geht doch. Also ich meine, warum hat man das so definiert? Und dort weicht die Bundesrätin ständig aus. Und was ganz wichtig ist, das weiß man nur als Jurist, nicht? Wir hatten das Bundesgesetz für die Wahrung der inneren Sicherheit bis zum Nachrichtendienstgesetz war definiert, der Terrorismus genauso definiert, dass man sagte, und, also so wie, es mussten beide Elemente gegeben sein und nicht eines oder das andere. Und dieses eine Wort wurde geändert, das geschieht nicht zufällig.
Nicht? Und wir haben nie eine Erklärung bekommen, woher und warum. Mein Verdacht ist, dass es hier natürlich darum geht, Informationen zu sammeln, möglichst breit, also nicht jetzt unbedingt Terror, Antiterrormaßnahmen zu ergreifen, sondern möglichst wieder eigentlich die Fischen neu zu etablieren, damit wir über problematische Bevölkerungsteile Informationen haben. Ich denke nicht, dass ich hier alarmistisch bin. Sie haben vielleicht gesehen, vor einer Woche wurden Hausdurchsuchungen und Verhaftungen in Lausanne, glaube ich, durchgeführt gegen Klimaaktivisten von der Bundespolizei. Weil sie einen offenen Brief geschrieben hatten an den Bundesrat, glaube ich, haben sie irgendwie dazu aufgefordert, keinen Militärdienst zu leisten, weil die Armee irgendwie umweltverschmutzend ist oder sowas. Nicht? Aufruf zur Verweigerung des Militärdienstes ist theoretisch strafbar, es gibt aber eigentlich keine Verfahren dafür. Nicht? Und also es ist ja auch nicht etwas, wo man unmittelbar eine Gefahr darstellt, auch wenn man jetzt ein Strafverfahren durchführen möchte, dann gibt es eine Anzeige und dann ruft man die mal ein und so macht man eine Anzeige. Man macht nicht eine Hausdurchsuchung um 7 Uhr morgens und beschlagnahmt die Computer und führt die Leute auf den Polizeiposten ab. Für sowas. Nicht? Also wir sind ja nicht dran irgendwie im Krieg und so und müssen irgendwie das besonders sensibel sein. Und das wurde aber persönlich offenbar ermächtigt von der Bundesrätin selber, diese Operation. Und da muss ich mir schon fragen, ja, also in der Arena-Sendung, wo ich mit ihr stand, war noch der Verfassungsfreund dabei, nicht? Und hat gesagt, Michael Bubendorf hat gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich dann später ein Gefährder wäre, nicht? Weil ich Angst und Schrecken verbreite und so. Dann hat sie so gesagt, nein, sie natürlich nicht. Das ist freie Meinungsäußerung und selbstverständlich, da geht es nur um Gewaltverbrechen und so. Aber in der Definition ist es eben so breit gefasst. Und wir sehen schon heute, dass sie offensichtlich die Bundesrätin hier auch eine sehr aggressive Einstellung hat gegenüber so Klimaaktivisten. Und ich denke, da muss man sich schon Fragen stellen, gehen wir da in die richtige Richtung? Wenn ich vor einem Polizeistaat warne, sage ich nicht, wir sind ein Polizeistaat, sondern wir gehen in diese Richtung. Ja, wir sind jetzt kein Polizeistaat, aber wir ermächtigen die Bundespolizei, aufgrund von sehr schwammigen Kriterien Gefährderlisten zu erstellen, die ich Ihnen garantieren kann, dass sie mit dem Ausland geteilt werden, weil die Schweiz ist im internationalen Zusammenhang aktiv. Ich arbeite schon lange in diesem Bereich. Die Nachrichtendienste, das ist immer ein Geben und Nehmen. Die Schweiz macht keine Militäroperationen in Afghanistan und so weiter. Alles, was die Schweiz bieten kann, ist Information. Im Gegenzug zu dem, was sie bezieht von diesen Nachrichtendiensten. Also gehen die Listen natürlich auch wieder raus. Nicht? Sie werden ja aufgrund von Informationen aus Ägypten hergestellt, also gehen die Listen auch dort wieder zurück. Aber wenn der Ägypter, der bei uns wohnt und bei uns nur beobachtet wird, wenn der dann seine Familie besucht, in Sharm el-Sheikh oder so, dann wird er dort vielleicht verhaftet auf dem Flughafen aufgrund unserer Liste. Und was mit ihm dort geschieht, in Ägypten, das können Sie sich dann an den Fingern einer Hand abzählen. Ja, das. Ja, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Etwas Konkretes von hier, nicht wahr? Weil Sie haben ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gefragt, was uns beschäftigt. Also mich beschäftigt natürlich auch dieses Antiterrorgesetz. Meiner Meinung nach ist das die Grundlage für Staatsterror. Also ich bin da absolut Ihrer Meinung. Spielt da keine Rolle, aber was mich hier ein bisschen konkreter beschäftigt, ist zum Beispiel ganz konkret die politische Korrektheit. Und mir wurde hier gesagt, dass man die politische Korrektheit auch umsetzen wolle hier an der Berner Fachhochschule. Ich habe darauf hingewiesen, dass dies verfassungswidrig wäre, meiner Meinung nach. Und auch menschenrechtswidrig, weil das die Meinungsäußerungsfreiheit und die Redefreiheit natürlich offensichtlichst beschränkt. Ich wurde entweder abgewimmelt oder ignoriert in Bezug auf das ganze Corona-Narrativ zum Beispiel. Ich habe darauf hingewiesen schriftlich, dass dieses ganze Narrativ nicht wohlfundiert wäre und auch nicht folgerichtig. Ich wurde wieder abgewimmelt oder ignoriert. Nur so einfach, dass Sie wissen,
Ich kann das alles beweisen, was ich sage. Es ist im Hier, Sie haben absolut recht. Es ist überall. Es ist im Hier und Jetzt. Ich sage nicht, dass ich irgendwie ein Engelchen wäre oder irgendwie ein Held, aber ich sage, ich kann alles, was Sie sagen, bestätigen. Etwas, was mich ganz sehr besorgt, ist, was Sie gesagt haben, dass wir alle das in uns tragen würden. Und das ist wahrscheinlich schon so, wie Sie sagen. Was meine große Sorge ist, dass dann als große Entschuldigung angeführt wird, natürlich nicht von Ihnen, aber dass das als große Entschuldigung angeführt wird und dass man einfach sagt, ja, wir sind alle so irgendwie, das ist menschlich, nicht wahr? Und dann wird es einfach so weggelacht oder irgendwie. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz interessanter, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil wenn das irgendwie, wenn wir programmiert sind, dann haben wir keine Schuld auf eine Art und Weise, oder? Ja. Man könnte argumentieren, ja, wir können ja gar nicht anders. Es ist zwangsläufig so, nicht wahr? Und das befreit uns dann eigentlich, ne? Also, ja, da muss man, das haben wir absolut recht, aber ich denke, da muss man auch aufpassen, dass man keinen Kurzschluss macht, nicht? Also weil ja, wir haben ein Operating System, ja, das ist da. Aber wenn man es kennt, nicht, dann kann man auch das einberechnen, weil man gewisse Outcomes muss man verhindern, nicht? Also ich meine, es gibt einen Grund, warum weltweit Männer und Frauengarderoben getrennt sind. Nicht? Das ist so eine Anerkennung unserer Natur, wo man eigentlich präventiv mal ein bisschen Ordnung schafft, um gewisse Dinge zu verhindern, die man verhindern möchte. Nicht? Also das ist wichtig. Und genauso, denke ich, muss man mit dem umgehen, auch mit anderen Tendenzen, die wir haben. Und wir machen das zu wenig. Eben, wo wir sagen, ein Wirtschaftssystem haben, das darauf geeicht ist, eigentlich immer mehr Macht in immer weniger Händen zu kumulieren. Das ist nicht gut. Nicht? Weil letztlich, wir sagen, ganz am Anfang ist es gut, weil es gibt diese Competition of Ideas und so weiter. Aber je mehr Macht sich natürlich akkumuliert, desto weniger Competition gibt es ja eigentlich gegen diese Übermacht. Nicht? Und dann haben wir eigentlich die Gegenteil, dann haben wir nachher das Einparteiensystem am Schluss, nicht? Das eigentlich sozusagen einfach im wirtschaftlichen Bereich. Und also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir einerseits ehrlich sind, nicht von den guten Menschen und den bösen Menschen sprechen. Ja? Also wir sind ja jetzt nicht im Religionsunterricht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man gerade in unserer Kultur, die sehr stark und ich denke auch weltweit hat das Christentum und auch die ganzen das Alttestamentarische einen starken kulturellen Einfluss gehabt. Nicht? Ich finde es interessant, dass selbst christliche Gruppen, wenn die mal eine Rede wollen von mir oder so, sehr oft nicht wissen, was die Ursünde ist. Ich finde das ganz interessant, einfach auch kulturell interessant. Die Ursünde von Adam und Eva, was kann mir jemand sagen, was war die Sünde? Neugier. Ja, so, es steht nicht so im Buch, aber was haben Sie gemacht? Den Apfel der Erkenntnis gegessen. Den Apfel gegessen? War es ein Apfel? Keine Ahnung. Die Frucht der Erkenntnis. Die Frucht, das war eine Frucht. Weil der Apfel, der wurde eigentlich gemacht, um gegessen zu werden. Das war okay. Die Äpfel durfte man, durfte nur eine Frucht nicht essen. Wissen Sie, welche es war? Die sagen, jemand hat Erkenntnis gesagt. Aber Erkenntnis wessen? Was? Weiß es jemand? Ihre Unterschiedlichkeit. Das Mann und Frau. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist interessant, nicht? Das wird immer vergessen. Also ich nehme mich da auch nicht aus, nicht? Also ich sage einfach, aber es ist ganz interessant, warum ist das so schlimm? Die Erkenntnis des Guten und Bösen, nicht? Weil wir uns dann anmaßen zu urteilen. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Wir, ja? Und das Erste, was sie tun nachher, das ist auch interessant bildlich, nicht? Sie schauen nicht einander an, sie schauen sich selber an. Und sie verurteilen sich, weil sie nackt sind. In der vorherigen Seite hatte Gott gerade die Schöpfung abgeschlossen, nicht so, wie sie eben waren, nackt, und hat gesagt, es war gut. Also er hat es gesagt, es war gut, aber wir essen dann von dieser Erkenntnis des Guten und Bösen und entscheiden dann, das ist eigentlich nicht gut.
Also ich finde es symbolisch sehr interessant, nicht, dass wir uns sofort anmaßen, wir können das Gute und Böse unterscheiden und wir machen es sofort falsch, nicht? Und an uns selber schon mal. Und dann die nächsten 600 Seiten schlachten sie sich gegenseitig ab, nicht? Und bis einer wieder kommt und sagt, vergebt einander, nicht? Vergebt euren Feinden und so. Also genau diese Kluft wieder zu überbrücken sucht, die wir geschaffen haben, künstlich mit unserer Urteilerei, mit unserer Moralisiererei. Und ich denke, statt dass wir, und ich sehe das auch im UNO, im Menschenrechtsbereich, wird sehr stark moralisiert, nicht? Wir sind die Guten, wir sind die Menschenrechtsorganisation, ihr seid die Bösen, ihr seid die Geheimdienste, die Staaten, die Armeen und so weiter. Das ist auch dort, weil nicht das sich anmaßen, der Gute zu sein, ist sehr, sehr gefährlich. Weil das Operating System ist bei allen gleich, ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir eben diese Schlagseite haben als Menschen und dass wir zum Verurteilen neigen und dass wir es meistens falsch machen. Ja. Also es ist gerade bei Richtern sehr, sehr schwierig. Deshalb müssen sie sich so ans Gesetz halten, damit sie dort eine Leitlinie haben. Und dass wir dann Strukturen aufbauen, die eben dem Rechnung tragen. Ja. Dass wir dann eben unkontrollierte Macht nicht zulassen. Das ist unglaublich wichtig, weil heute gehen wir eigentlich, und das kennen Sie sicher aus Ihrem Fachbereich sehr gut, nicht in die Richtung, dass wir Transparenz und Überwachung der Behörden haben und Privatsphäre beim Einzelnen, sondern umgekehrt, nicht? Der Einzelne, wenn ich irgendein Velo google oder so, ich möchte ein Fahrrad kaufen, dann kriege ich die nächsten 4 Wochen irgendwelche Werbungen für Fahrräder auf all meinen Devices, ja, nicht mal auf dem ich gesucht habe. Aber wenn ich dann etwas wissen will, was die Behörden und warum sie es entschieden haben und welche wirtschaftlichen Beziehungen da bestehen zwischen Politikern und Wirtschaftsführung, dann ist das nachher geheim, nicht? Und es sollte eigentlich umgekehrt sein. Und das, denke ich, dort müssen wir uns einfach viel, viel kritischer werden und aber auch wissen, dass wir, wenn wir hier zu tolerant sind, dann entwickelt sich automatisch aufgrund unseres menschlichen Operating Systems eine unglaubliche Kluft zwischen Mächtigen, diese sogenannte 1%-Gesellschaft, die dann alles kontrolliert. Und ich denke, es ist also in meiner eigenen Erfahrung international ist es wirklich so. Nicht? Ich neige einfach nicht dazu, das zu dämonisieren. Das sind nicht die Bösen, sondern es ist einfach normale menschliche Natur, wenn man sich nicht kontrolliert, dann bei einer Behörde, wenn man ihr eine Terrorismusdefinition gibt, die zu weit ist, dann wird sie in den ersten 3 Wochen natürlich nicht ausnutzen, aber innerhalb von 10 Jahren können sie Gift drauf nehmen, dass das vollständig ausgeschöpft wird. Das ist einfach so. Das ist, wenn ich es international vergleiche, überall, wo zu weite Definitionen auch von Verhörmethoden und so weiter zugelassen werden, dann wird das vollständig ausgenutzt. Nicht? Ich habe noch eine kleine Präzisierung zu der Sache in Lausanne. Die war ich noch viel schlimmer, weil die Leute da, die eine Person war hat nur mal Texte für diese Gruppierung verfasst und die zweite Person war nur mal als Administrator für die Gruppierung tätig. Also die stammten nur aus dem Dunstkreis der vermuteten Leute, die diesen offenen Brief geschrieben haben. Und dann habe ich noch eine Frage zum Gefährderdefinition vom PMT. Und zwar hat sich das EJPD und die Frau Bundesrätin in ihrer Verteidigungsstrategie ja darauf zurückgezogen, dass das PMT ja im BEWIS eingebettet ist und dass deswegen ja diese Terrordefinition ja vom BEWIS mehr oder weniger auf das PMT vererbt wird. Jetzt ist meine Frage, ist das PMT in sich abgeschlossen, anwendbar? Also das heißt, wenn sich Strafverfolgungsbehörden das PMT anwenden wollen, reicht das PMT, diese Terrordefinition, oder ist es tatsächlich in diesen BEWIS eingebettet und hat, ja, ich sage mal, vererbte Definition übernommen? Ja, sie ist natürlich schon eingebettet, aber diese Definition ist natürlich selbstständig. Ja, natürlich. Das ist eben die Augenwischerei, weil sie sagt dann, ja, es ist ein Bundesgesetz über die Wahrung der inneren Sicherheit. Innere Sicherheit, das richtet sich natürlich gegen Gewaltverbrechen. Moment mal, das steht nirgends. Das steht nirgends, dass das sich nur gegen Gewaltverbrechen richtet. Da sagt sie, ja, und dann hat sie in der Arena gesagt, ja, es ist ja gegen Terrorismus. Ja, was soll denn Terrorismus sein? Das sind natürlich Gewaltverbrechen.
Dann sage ich, ja, das habe ich gerade gesagt, aber Ihr Gesetz sagt was anderes. Es sagt eben, dass es nicht Gewaltverbrechen sein muss. Also das ist es dort, also ich kann es nicht anders sagen, es ist die Überführung, was gemacht wird. Nicht? Und das ist nicht nur in der Arena so, sondern ist auch in der Botschaft des Bundesrates ans Parlament, ist das irreführend beschrieben worden. Und das finde ich nicht zulässig. Ich finde es absolut zulässig, dass die Bundesrätin ihre eigene Meinung hat zu dem Ganzen und sagt, ja, das ist eine andere Definition, aber ich finde die gut aus diesen Gründen. Nicht? Das ist okay, dann können wir, dann haben wir einen Referenzpunkt. Aber wenn sie behauptet, das sei keine neue Definition und wir müssen da nicht genau hinschauen, weil wir haben das ja schon im NDG und das stimmt nicht, Das finde ich gefährlich, weil dann sind wir in einem Bereich, wo sie ihre Plattform, die sie hat als Bundesrätin, ausnutzt für eine Stellungnahme, die dann eben nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und das geht nicht, ja. Weil wenn sie natürlich als Bundesrätin ein einseitiges Propaganda-Interview machen möchte, dann kriegt sie das natürlich. Ja? Jemand anders kriegt das nicht, weil sie Bundesrätin ist. Und ich denke, dort muss sie wirklich streng mit sich selber sein und vielleicht nicht nur diesen Outcome, den sie gerade selber möchte, voranschieben, sondern zuerst mal die Bevölkerung informieren. Und es ist ja dann an uns, uns eine Meinung zu machen und dann zu entscheiden. Nicht? Ja? Ja. Haben Sie zur Rechenschaft gezogen werden, die Frau Bundesrätin? Ja, ich meine, es gibt natürlich die Stimmrechtsbeschwerde, nicht, die, glaube ich, schon eingereicht worden ist. Ich glaube, das sind eher politische Leitlinien für, inwiefern sie da ihre Funktion als Bundesrätin in dem Abstimmungskampf ausüben kann. Also, aber ich denke, hier, das ist genau etwas, wo auch die Bevölkerung klarer eigentlich eine Botschaft dann erteilen muss und sagen, also wir möchten in Zukunft die Wahrheit haben und die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, nicht? Und dann dazu noch Ihre Meinung, das ist okay, aber das muss klar getrennt werden. Ja, nächste Frage von online. Nach den Snowden-Enthüllungen gab es die Idee, internationale Mindeststandards für Geheimdienste auf UN-Ebene in ein Rechtsinstrument zu gießen. Sehen Sie hier noch aktuelle Aktivitäten oder ist man zurück beim Geheimdienst Monopoly? Ja, ich denke, da war man immer und ist man auch geblieben. Also man darf sich keine Illusionen machen. Die UNO ist eine Organisation, die besteht nur aus Staaten und wurde von Staaten für Staaten gegründet. Nicht? Also wenn ich jetzt hier frei sprechen kann, dann ist das nur, weil ich als unabhängiger UNO-Experte ernannt wurde und solange ich diese Funktion habe, kann mir nicht mal der Generalsekretär der UNO Anweisungen geben. Aber innerhalb der UNO wird natürlich gemacht, was die Staaten wollen. NSA-Affäre, da kam ja heraus, dass auf ganz breiter Basis die amerikanischen Geheimdienste die Bürger des eigenen Landes, aber auch der anderen westlichen Demokratien und sogar die Regierungen, hochrangige Regierungsvertreter der alliierten Staaten ausspioniert haben. Und dann gab es natürlich einen großen Lärm zuerst mal, sagte man, ja, da muss man eine Strafanzeige machen wegen der Abhörung des Mobiltelefons von Angela Merkel und so und man muss eine Untersuchungskommission machen und muss den Snowden einvernehmen und so. Und das wurde alles angerissen und als sich dann die öffentliche Meinung ein bisschen beruhigt hat, hat man eines nach dem anderen sang- und klanglos wieder verschwinden lassen. Nicht die Strafanzeige, die ist verschwunden, wurde eigentlich nichts gemacht. Das Snowden wurde nicht eingeladen, also er hätte schon kommen können, aber die Bundesregierung in Berlin weigerte sich, ihm eine Nicht-Auslieferungsgarantie zu geben in die USA und deshalb konnte er nicht kommen, weil dieses Risiko nicht eingehen konnte. Und natürlich ist das, ich meine, Krypto, wir haben es alle gesehen letztes Jahr, nicht? Da ist das aufgedeckt worden, dass der Bundesnachrichtendienst, also der Deutsche mit dem CIA, dem amerikanischen Nachrichtendienst, durch die Firma Crypto AG in Zug diese Chiffriergeräte verkauft hat, die eine Backdoor hatten und über die dann über 100 Staaten, also wir sprechen hier von der Hälfte der Staaten der Welt, die wurden abgehört von deutschen und amerikanischen Geheimdienst während 20 Jahren und als der Schweizer Nachrichtendienst es dann merkte, hat es nicht etwa abgestellt, sondern hat sich mit ins Boot gesetzt und hat mitspioniert, nicht? Und der Bundesrat behauptet, sie haben nichts gewusst. Und heute erzählt uns dann die Bundesrätin, nein, wir müssen dem Nachrichtendienst vertrauen, aber sie weiß ja selber nicht, was der Nachrichtendienst tut, offenbar. Nicht? Also ich denke, dort müssen wir uns realistisch sein. Das ist die Realität.
So funktioniert das natürlich. Ja? Und wir haben das auch, also wir haben die NSA-Affäre, die es beweist, wir haben Krypto, die es beweist, wir hatten vorher die Fission-Affäre, wir haben den Fall Assange mit WikiLeaks, mit diesen Diplomatic Cables, da haben sie, ich meine, tonnenweise Beweise dafür, dass Nachrichtendienste westlicher Demokratien hinter den Kulissen, also hinter dem Rücken der eigenen Bevölkerung und der eigenen Parlamente mit den amerikanischen Geheimdiensten kollaboriert hat und Informationen ausgetauscht hat. Und ich meine, das ist wirklich keine Verschwörungstheorie, das ist einfach, das sind Beweise, die sind da, die Korrespondenz ist da. Nicht? Der schwedische Geheimdienst sagt, der amerikanische Geheimdienst möchte mit, oder die amerikanische Regierung wollte mit der schwedischen Regierung ein Informationsaustauschabkommen für den Counterterrorism machen. Und das Protokoll des Treffens mit dem Justizministerium in Stockholm sagt, ja, sagen die Schweden den Amerikanern, ja, wir geben euch diese Informationen ja schon lange nicht, wir machen das alles informell schon. Aber wenn wir jetzt ein Abkommen machen, dann merkt es das Parlament und dann merkt es die Bevölkerung und dann wird das dann vielleicht abgestellt. Also sagen wir es lieber nicht, machen wir es lieber informell weiter. Nicht? Und ich sage jetzt nicht, das ist wieder kein Einzelfall. So funktioniert es. Das ist die Realität. Also wenn wir unserem Geheimdienst, unserem Nachrichtendienst vertrauen, müssen wir einfach wissen, wir vertrauen einer Institution, die so arbeitet, die uns alle ausspioniert, die natürlich auch Informationen völlig frei austauscht mit diesen ausländischen Diensten. Das ist ein Paralleluniversum geworden nach 9/11, verständlicherweise, weil man muss ja zusammenarbeiten, um diesen Terrorismus zu bekämpfen. Aber das Problem ist eben, es sind Wachhunde ohne Leine. Und hier müssen wir einfach viel realistischer werden und sagen, hört mal, das ist gut, ihr habt diesen Job, aber wir müssen euch beaufsichtigen können. Wir müssen wissen, woher die Informationen kommen. Wir dürfen nicht die Whistleblowers abstellen. Da müssen wir wirklich ganz stark aufholen, weil diese Macht konsolidiert sich auch. Nicht? Und es wird jetzt mit diesem Fall Assange ein Präzedenzfall geschaffen, wo es strafbar gemacht wird, also als Spionage strafbar gemacht wird, wenn man geheime Informationen der USA veröffentlicht, nur weil die USA sie lieber geheim halten möchte. Also auch wenn es Beweise sind für schwere Verbrechen, ja, auch wenn niemand dadurch gefährdet wird, einfach weil es geheim klassifiziert worden ist, ist es dann strafbar mit bis zu 175 Jahren Gefängnis, also ich meine massiv, wird da eingeschüchtert und zwar auch wenn man das nicht in den USA macht und wenn man nicht von den USA angestellt ist, sondern einfach als Journalist irgendwo in der Welt, nicht ein Australier in Island oder wo das war. Nicht? Also da muss man sich schon überlegen, dass wir sind jetzt hier nicht Journalisten, aber das schüchtert die Journalisten natürlich heute schon ein. Die schauen, was geschieht mit diesem Mann und seinen Informanten. Die werden alle nicht verfolgt. Und damit stellen wir eben den Feueralarm ab in unserer Gesellschaft. Aha, Entschuldigung. Sie haben ja sehr viel von Rechtsstaaten geredet. Ja, im Fall Assange hat die Judikative staatenübergreifend versagt. Wenn demokratische Regierungen willkürlich Menschenrechte verletzen, indem sie foltern und Menschen unrechtmäßig der Freiheit berauben, worin unterscheiden sich diese Regierungen noch von Diktaturen? Ja, ich denke, es ist vielleicht noch eine Frage des Ausmaßes, nicht? Aber es ist natürlich schon so, ein Rechtsstaat ist nicht ein Staat, wo, sagen wir, ein normaler Kaufvertrag rechtmäßig ausgeführt wird, nicht? Also das war auch in den schlimmsten Diktaturen, kann man etwas nach Zivilrecht kaufen und das wird in einem Gericht mehr oder weniger korrekt abgehandelt, nicht? Oder eine Scheidung oder so, nicht? Das zeichnet nicht den Rechtsstaat aus. Der Rechtsstaat zeichnet aus, dass er dort, wo er herausgefordert wird, dass er dort eben rechtsstaatlich reagiert. Und da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Das kann ich Ihnen also wirklich, da könnte ich jetzt also sehr viele Beispiele mittlerweile bringen, wo das eben auch in der Schweiz nicht funktioniert, auch in Deutschland nicht funktioniert. Nicht? Also Deutschland, da wurde ein deutscher Staatsbürger wurde in Mazedonien gekidnappt, El Masri hieß der, da war ein Zeuge in diesem Assange-Fall vom mazedonischen Geheimdienst und wurde der CIA übergeben und wurde dann nach Afghanistan transportiert, dort 4 Monate lang gefoltert, bis man gemerkt hat, man hat den Falschen. Nicht? Und dann haben sie ihn
zurückgebracht, aber nicht mit Entschuldigung und Kompensation, sondern sie haben ihn einfach ausgesetzt auf einer Landstraße in Albanien ohne Geld, ohne nichts. Ne? Und der hat dann eine Strafanzeige gemacht, zurück in Deutschland. Und die Staatsanwaltschaft hat die Auslieferung von 13 CIA-Agenten verlangt. Nicht? Und die Bundesregierung hat sich, also, und so muss man auch noch sagen, der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hat entschieden, also da gab es ein Urteil dazu, ja, der wurde gefoltert vom mazedonischen Geheimdienst und vom CIA. Also das, die Fakten waren klar. Nicht? Die Bundesregierung in Deutschland hat sich geweigert, das Auslieferungsgesuch zu stellen, weil das muss die Regierung stellen an die US-Regierung. Und es, man hat diese, das hat auch geleakt worden, die Korrespondenz, wo eben massiv Druck ausgeübt wird von den Amerikanern auf die deutsche Regierung, dieses Strafverfahren nicht durchzuführen. Und das wurde nicht durchgeführt. Das ist aber dann kein Rechtsstaat. Entschuldigung, das ist kein Rechtsstaat. Ein deutscher Staatsbürger wird gefoltert. Das ist eine schwere Straftat. Das muss ein Auslieferungsgesuch geben. Es muss eine Entschädigung geben dafür. Das hat nicht stattgefunden und wurde von der deutschen Regierung abgedreht aus politischen Gründen. Das ist eindeutig. Nicht? Und genau wie bei der Schweiz, die Spanierin dann ausliefern wollten, nicht? Weil halt Spanien ein wichtiger EU-Partner und die Bilateralen und so weiter nicht. Das geht einfach nicht. Das ist nicht rechtsstaatlich. Ja. Klar, im Alltag funktioniert das hier sehr gut, aber dort, wo es wirklich drauf ankommt, da müssen wir uns bewusst sein, funktioniert es nicht. Ja. Und dann haben wir halt eben auch, da fehlt uns auch die Verfassungsgerichtsbarkeit, um zum Beispiel ein PMT nachher die verfassungsgemäß auslegen zu können. Da fehlen uns auch gewisse Institutionen. Ja. Sie haben jetzt viel erzählt, das mich erschreckend gedünkt hat, oder das für mich erschreckend war. Ich habe es vieles schon vermutet, aber jetzt meine Frage ist ein bisschen, was kann ich als Individuum tun, dass das besser ist, weil ich finde, Sie, wenn Sie sogar schon Mühe hatten, mit bei 90% Ihrer Vorhaben damit durchzukommen, was soll ich dann damit tun? Ich kann richtig abstimmen oder in meinen Augen richtig abstimmen, aber was kann ich tun? Ich finde das schon sehr wichtig, wenn Sie die Verantwortung übernehmen, politisch, in dem Bereich, wo Sie es haben, in der Demokratie. Das heißt, Sie können eben richtig abstimmen, so wie Sie es richtig finden. Und das kann bei jedem anders sein. Aber was wichtig ist, ist, dass wir die Verantwortung übernehmen und abstimmen gehen und bewusst wählen. Wenn das jeder macht, haben wir das Problem schon gelöst, nicht? Das ist ja der Punkt, dass wir einfach wissen müssen, wir können diese Verantwortung, die staatspolitische Verantwortung, kann man nicht delegieren an eine Politikerkaste. Das geht nicht. Nicht, weil die böse wären, sondern sie können einen korrupten Politiker nehmen, ins Gefängnis stecken und einen anderen an dieselbe Position setzen, der bis jetzt nicht korrupt war. Macht korrumpiert. Nicht? Das ist so, es würde auch mich korrumpieren, ne? Wenn Sie mich als unangefochtenen Weltdiktator einsetzen, den niemand kritisieren darf, dann geht das geht nicht gut. Ja? Also bei mir schon gar nicht. Aber ich sage, es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir diese menschlichen Schwächen haben. Aber ich finde auch das andere ganz wichtig. Nicht? Ich sage manchmal, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sage, wenn hier alles dunkel ist und nur einer von uns eine Kerze anzündet, dann sehen alle. Nicht? Also das kann ein symbolisches Bild sein dafür, dass wie viel Einfluss wir haben können. Nicht? Wenn uns klar wird, wie es funktioniert und dass wir dem nicht ausweichen, diese Spannung auch auszuhalten, nicht? Und diese Frustration auch auszuhalten, aber Verantwortung zu übernehmen und eben nicht den Weg des geringeren Widerstands zu wählen, sondern eben, wenn man eine Mobbing-Situation sieht, nicht einfach denken, ja gut, das geht mich ja nichts an, sondern was geht hier eigentlich vor? Nicht? Das geht uns etwas an. Das finde ich wichtig. Ja. Und wenn das jeder oder sehr viele Leute tun, dann ändert sich eben sehr schnell etwas. Nicht? Ja, Herr Melzer, vielen Dank für die bisherigen Ausführungen. Für mich vielleicht noch die Frage, Sie reden immer von dieser gewissen Leine, die wir haben müssen. Ist dies irgendwo durch gleichzusetzen mit einer gewissen Transparenz, die Geheimdienste an den Tag legen müssen? Genau. Und kann das nicht in einem Fall dazu führen, dass das in ein anderes Extrem ausufert, also dass diese Transparenz durch die Überwachung bei Personen dazu ausufert, dass man diese Person dann auch in der Gesellschaft, die wir jetzt haben, in einem anderen Fall dann ausschließen oder anders behandeln würde? Ja, also ich,
Also absolut richtig. Also die Leine ist die, natürlich Transparenz ganz wichtig für die Aufsicht. Nicht? Also was ein Nachrichtendienstgesetz dem Nachrichtendienst das Recht und sogar die Pflicht gibt, des Quellenschutzes, also im Sinne, wir haben die Informationen, aber wir sagen euch nicht, woher. Das ist unglaublich gefährlich. Ja? Vor allem, wenn dann aufgrund dieser Informationen Terroristen aufgestellt werden, dann haben wir natürlich nachher Gerichtsverfahren, wo man pro forma dem Richter sagt, ja, du kannst das überwachen, aber wir sagen dir nicht, woher die Informationen kommen, ob sie glaubwürdig sind. Das kann ich als Richter, kann ich ja gar nichts mehr machen, eigentlich. Ich kann ja meine Rolle gar nicht mehr ausüben. Und das ist in den letzten 20 Jahren, hat das grassiert. Also wir haben in den USA heute regelmäßig Staatssicherheitsprozesse, wo die Verteidigung gar keinen Zugang hat zu den Beweismitteln und der Richter einfach sagt, ja, oder die Geschworenen müssen dann einfach dem Ankläger vertrauen, ja, weil der halt behauptet, es sei so, aber nicht sagt, woher er die Informationen hat. Also eigentlich geht das ja gar nicht. Ja. Also die Prinzipien des Strafrechts sind ja so gar nicht mehr, die Unschuldsvermutung ist ja gar nicht aufrecht zu erhalten auf diese Art und Weise. Also da müssen wir schon, und auch diesen, also ich zeige ein bisschen das Märchen der Staatssicherheit, nicht? Also das nationale Sicherheit und so, das wird so vorgeschoben, das spielt in unsere instinktive Angst hinein. Ja, ja, die nationale Sicherheit ist wichtig und so. Aber eigentlich muss, in Wirklichkeit gibt es sehr, sehr wenig, was ganz geheim gehalten werden muss. Ich glaube, es braucht eigentlich keine Geheimhaltung. Es braucht Vertraulichkeit, geschützten Rahmen, ja, wo man gewisse Dinge unter Ausschluss der Veröffentlichkeit verhandeln kann und so weiter. Aber es muss trotzdem überwachbar sein, rechtsstaatlich. Es darf nicht der rechtsstaatlichen Kontrolle entzogen werden. Rechtsfreien Raum dürfen wir nicht haben, weil das kommt nie gut. Sie haben gefragt, noch zusätzlich. Ja, einfach, dass die Transparenz, die dann an den Tag gelegt werden muss. Auch gefährlich werden kann, genau. Genau, also ich denke, das Prinzip ist schon Transparenz für die Behörden und Privatsphäre für die Privaten. Nicht? Das ist wichtig, dass man diese Unterscheidung treffen kann. Und ich sage auch nicht, dass das alles einfach wäre. Nicht? Also ich denke schon, dass es da Abgrenzungen zu machen gibt, Abwägungen zu machen gibt. Aber schon im Prinzip, das, was wir an Macht delegieren, das muss uns gegenüber verantwortlich bleiben. Also ist das Wort Antwort drin, nicht in der Verantwortung. Also ich muss Fragen stellen können, also ich wähle dich, gebe dir meine Stimme, meine Macht als Bürger übertrage ich jetzt dem Politiker, der muss mir Rede und Antwort stehen, was er mit dieser Macht tut, was er mit den Steuergeldern tut, ja, die ich da einzahle. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Das ist das Privileg, das Geschenk, das wir haben, das wir aber nicht. Also heute ist es ein Geschenk, aber nicht von der Regierung, sondern ein Geschenk von den vorherigen Generationen, die sich das erkämpft haben. Ja. Diese Rechte, die wir haben, müssen wir aufpassen, dass sie nicht durch die Hintertür verschwinden, indem wir jetzt so kleine Ermächtigungsgesetze machen, wo dann Behörden einfach eine zu große Machtkonzentration haben, die nicht mehr transparent überwacht wird. Wenn Sie sagen, es fehlen Institutionen in der Schweiz, etwa ein Verfassungsgericht, wer könnte ein solches Gericht schaffen? Kann das auch per Volksabstimmung initiiert werden? Selbstverständlich. Wir können die Verfassung, das ist das Schöne an der Schweiz, wir können die Verfassung ändern. Ich denke, ein Verfassungsgericht ist wichtig, ja, weil es ist heute unmöglich, Bundesgesetze durch das Bundesgericht überprüfen zu lassen. Das Bundesgericht muss Bundesgesetze umsetzen, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen. Ja, das Bundesgericht kann, es gibt eben keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Und das fände ich wichtig. Wir haben eine Bundesverfassung. Das ist das Instrument, das wir als Volk auch wirklich weiterentwickeln können mit unseren Initiativen und Referenden. Und das ist bei Bundesgesetzen nur ganz beschränkt möglich, nur mit dem Referendum, wie wir es jetzt gerade haben am nächsten Wochenende. Aber nachher ist dann die Packung geschlossen, nicht? Wir müssen dann eine Verfassungsinitiative machen. Und ich denke, das wäre wichtig, das könnte man per Volksinitiative einführen. Warum hat das noch niemand gemacht? Ja, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube schon, dass so die Wahrnehmung besteht, ja, wir haben ja das Parlament, die schauen dann schon. Wir haben jetzt gesagt, dass sie eben nicht schauen. Ja? Also wir haben es gerade beim PMT gesehen.
das hätte zumindest eine große Diskussion geben müssen. Ich sage nicht, dass man mit mir hier überall einverstanden sein muss, aber dass es keine wirkliche Diskussion gab über diese Definition. Obwohl sie weit, also weit, haarsträubend weit über alles hinausgeht, was irgendein demokratischer Rechtsstaat auf dieser Welt bietet. Dass das und auch diese ganzen Protestaktionen von internationalen Experten, dass das nicht zu einer Diskussion im Parlament geführt hat, dass man gesagt hat, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Ja? Das ist schon erstaunlich. Und das beweist aber eben auch, dass wir es brauchen, dass wir eine Institution brauchen, die das dann überwachen kann. Die Schweiz hat das BÜPF beschlossen, welches unter anderem der Polizeiinstallation von Trojanern auf den Rechnern von Zielpersonen erlaubt. Weiterhin hat die Züricher Kantonalpolizei von der Firma Hackteam einen Trojaner eingekauft, mit dem es möglich ist, in fremde Rechner einzudringen, um dort Kinderpornografie gezielt zu platzieren. Wie sollten unsere angehenden Forensiker mit diesem Problem umgehen? Ja, also ich war Teil des sogenannten Tallinn Manual Group. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Tallinn Manual. In Tallinn gibt es ein Cyber Defense Competence Center, Center of Excellence danach. Ich war Teil dieser Expertengruppe, als sie dieses Manual on Cyber Warfare kreiert haben. Warum sage ich das? Dort gab es danach Vertreter des Cyber Command in den USA, die uns ein bisschen erzählt haben, was sie alles machen können. Also genau solche Dinge, wo man dann eben alles Mögliche auf fremden Computern platzieren kann. Die Trojaner und so weiter. Ich denke, solche Methoden können wichtig sein, auch in der Ermittlung und so weiter, aber hier wird es offensichtlich, dass es Transparenz braucht. Es braucht einen absolut klaren, nachverfolgbaren Trail von wer hat welche Instruktionen gegeben, welche Ermächtigung für welche Maßnahmen und warum, aus welchen Gründen. Das muss nachverfolgbar sein und das muss zugänglich sein einer unabhängigen Aufsichtsbehörde. Weil sonst ist der Missbrauch unbegrenzt, nicht? Und das wird natürlich auch gemacht, nicht? Also gerade in Staaten, wo die Geheimdienste zu mächtig sind, werden Dissidenten dann mit irgendwelcher, also ob es jetzt Kinderpornografie ist oder irgendwelche staatskritischen Texte oder so, die man ihnen dann nachher vorhalten kann, nicht? Und dann werden sie dann aufgrund dieser Planted Evidence werden sie dann auf lebenslang eingesperrt. Nicht? Also da müssen wir wirklich uns bewusst sein, dass diese Gefahr sehr, sehr konkret ist und dass umso mehr Transparenz notwendig ist. Ja. Herr Wenger fragt, mache ich mich gemäß PMT verdächtig, wenn ich meine Kommunikation verschlüssele? Es gibt ja in der EU Bestrebungen, die starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Geheimdienste aufzubrechen. Ja, also ich glaube, nein, das geht bis PMT, also da müssten Sie schon irgendwie Furcht und Schrecken verbreiten, glaube ich. Also zumindest in der Interpretation der Bundespolizei. Wie die Bundespolizei, was sie dann als erschreckend empfindet, weiß ich nicht. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also mich erschreckt es nicht, aber das ist keine Garantie. Nein, also aber ja, also das wäre, glaube ich, kein Thema fürs PMT, ausnahmsweise, ja. Aber Sie könnten vielleicht verdächtigt sein unter dem NDG, unter dem Nachrichtendienstgesetz. Sie haben vorhin gesagt, für Transparenz und so sollten Überwachungsdaten und Plagedöns unabhängigen Drittparties zur Verfügung gestellt werden. Wie sieht so eine unabhängige Drittpartei aus? Also im Prinzip geht es hier um die Gewaltenteilung, nicht? Also das ist ja die Grundidee der Gewaltenteilung, dass man die Staatsmacht aufteilt in drei Gewalten. Wir haben die Regierung, die Exekutive, wir haben die Justiz und wir haben die Legislative, die Gesetze macht. Die eine macht die Gesetze, die andere führt die Gesetze aus und dann das Dritte überwacht das Ganze, nicht? Und dann haben wir noch die vierte Macht im Staat, das sind die Medien. So werden sie genannt, nicht? Also sie sollten diesen Prozess überwachen und wenn etwas nicht funktioniert, die Öffentlichkeit informieren. Jetzt ist es natürlich ein bisschen korrumpiert, das Ganze, weil wir haben starken Lobbyismus im Parlament. Das heißt, das Parlament ist teilprivatisiert, ich sage es jetzt mal ein bisschen so, weil starke private Interessen Einfluss nehmen. Dieses Parlament wählt dann unsere Regierung, also ist die Regierung auch teilprivatisiert. Ich bezeichne es jetzt extra ein bisschen, aber es zeigt schon die Tendenz, nicht? Und das Gericht haben wir nicht, das Verfassungsgericht nicht. Also wir haben, also im Prinzip eigentlich ziemlich schwache
garantieren, dass diese Gewaltenteilung funktioniert. Und die Medien sind zum Teil sehr staatsnah. Ja? Also, das, also es gibt natürlich auch, oder Corporate Media, sagen wir in den USA oder so, ist natürlich nicht mehr unabhängig von diesem Interessenkonglomerat. Und dann können Sie sagen, dass die Staatsmacht eigentlich nicht mehr unabhängig kontrolliert wird. Deshalb finde ich wichtig, also jemand, der von außen kommt, wie ich mit meinem Mandat, kann nützlich sein, ja, aber ich kann das nicht ersetzen. Das muss jeder Staat für sich schauen, dass die Gewaltenteilung funktioniert, dass es eine unabhängige Kontrolle gibt. Das heißt, ein Nachrichtendienst kann nicht von der Regierung, vom Bundesrat überwacht werden, ist Teil der Exekutive. Der muss überwacht werden vom Parlament und auch überwacht werden können von der Justiz. Also es ist ganz wichtig, dass das möglich ist, nicht? Und dass die den Zugang haben können. Also dass ein Richter muss Zugang haben können zu den Beweismitteln des Nachrichtendienstes. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir sagen euch jetzt nicht, woher wir das haben, das ist alles geheim, aber wir wollen es in einem Rechtsverfahren verwenden. Das geht natürlich dann nicht. Ne? Aber also, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, je nach Staatsform. Sie können Ombudsleute haben, nicht? Das gibt es auch in Staaten, dass sie eine unabhängige Menschenrechtsorganisation, Institution haben. Die Schweiz möchte ja sowas kreieren, aber sie haben alle Angst, das sieht man in den parlamentarischen Verhandlungen, dass die unabhängig, wirklich unabhängig sein könnte und auch noch eine politische Meinung haben könnte. Nicht? Also sagen sie, soll unabhängig sein, aber sie geben ihr so wenig Geld, dass sie nicht wirklich unabhängig ist, sondern dann können wir Projekte finanzieren, nicht? Dann haben wir doch die Klauen drauf ein bisschen. Und gleichzeitig sagt man auch, sie dürfe ja nicht politisch aktiv werden, wobei Menschenrechte natürlich inhärent politisch wichtig sind. Das ist ja, das sieht man in all diesen Abstimmungen. Also man sieht, dass dort die etablierten Mächte ein bisschen sich fürchten. Aber das kann eine Möglichkeit sein, dass man eine Menschenrechtsinstitution hat, einen Ombudsmann oder Frau, eine Ombudsperson mit einer Struktur, die, sagen wir, unabhängig zugreifen kann auf solche Informationen. Und wenn ein Problem besteht, dann das auch der Justiz übertragen kann. Nicht, also das hat sich in vielen Kontexten bewährt, so eine Art Schiedsrichterfunktion. Ja. Aber das ist je nach Staatsform und Kontext muss man das ein bisschen anders ausgestalten. Was wichtig ist, ist, dass die Kontrolle unabhängig ist, in dem Sinn, dass man sie nicht gängeln kann wirtschaftlich, dass sie ihr eigenes Budget hat, dass sie nicht keinem Druck ausgesetzt ist, dass sie aber natürlich einfach ihren Werten und Standards verpflichtet ist und das auch geschützt ausüben kann. Kleine Anschlussfrage aus Neugier. Gibt es einen spezifischen Grund, warum Sie spezifisch nicht auf den mehr oder weniger grundlegendsten Teil der Staatsmacht eingegangen sind, auf das Volk selber? Also ich bin eigentlich darauf aufgegangen, indem ich gesagt habe, jedes Volk müsse. Ja. Nee, ich habe gesagt, also auch der Einzelne muss Verantwortung übernehmen, nicht? Das sage ich ja eigentlich, ist ja die Macht beim Volk, eigentlich. Der Souverän ist ja eigentlich das Volk, nicht? Und die Macht der Regierung ist ja nicht vom Volk gegeben, nicht? Durch die Wahl, auf die Amtsdauer und ausgestattet mit Steuergeldern, nicht? Wieder vom Volk, nicht? Deshalb sage ich, hat auch jeder Einzelne als Teil des Volkes Anspruch darauf, dass es diese Transparenz gibt, was mit diesen Mitteln und dieser Macht gemacht wird. Das ist wichtig. Und ich anerkenne, dass es einen geschützten Rahmen braucht. Gerade in diplomatischen Verhandlungen kann man nicht alles auf dem Dorfplatz verhandeln, nicht? Das muss manchmal geschützt sein, aber es darf nicht ins dunkle Hinterzimmer kommen. Es muss geschützt sein, aber es muss transparent bleiben und überwachbar bleiben, was hier für Geschäfte gemacht werden. Aber das Volk ist natürlich der Elefant im Raum, sozusagen, nicht? Das ist ja auch eigentlich der Interesseträger, ja? Oder die Trägerschaft ist ja das Volk. Dafür sollten ja diese ganzen Institutionen da sein, nicht? Aber wenn natürlich, es tut mir leid, wenn ich da die Bundesrätin nochmal bemühen muss, aber wenn sie damals im Abstimmungskampf für die elektronische Identität, dort hat es das Volk gemerkt, nicht? Aber beim PMT leider nicht, denke ich mehrheitlich. Aber dort hat sie im Abstimmungskampf auch gesagt, ja, das sei ein super Gesetz, nicht? Elektronische Identität werde gut sein für die Behörden und die Wirtschaft. Und ich habe dann noch das Volk, hallo,
Ja, weil es ist, da sieht man natürlich genau das, dass das Denkmuster, das Volk, das ist ja gar nicht. Ich meine, da fragt man sich nicht, ob das für das Volk gut ist. Nicht? Für die Behörden ist es bequem und für die Wirtschaft ist es lukrativ. Aber ob das für das Volk gut ist, das hat sie eigentlich gar nicht mal angesprochen. Nicht? Und das finde ich eben ganz wichtig, dass man, wenn die privaten wirtschaftlichen Interessen so in den Vordergrund kommen, dass man eben schon merkt, das sind Partikularinteressen und dass das Allgemeininteresse immer mehr in den Rückstand kommt. Das ist auch leider ein Effekt der Privatisierung der letzten 50 Jahre. Nicht? Also wenn Sie privatisieren, können gewisse Prozesse natürlich effizienter werden, aber es geht auch etwas verloren. Nicht? Es gehört nicht mehr der Allgemeinheit. Und es kommt eine Profitorientierung hinein, wo gewisse Dinge einfach nicht mehr da sind. Nicht? Es gibt keine Poststellen mehr und so. Und man muss jetzt da nicht irgendwie romantisch werden mit der Post im Dorf und so weiter. Aber ich sage, die Privatisierung großer Teile der Staatsfunktionen, das geht ja bis ins Militär, in die Sicherheit, in Gefängnisverwaltungen in gewissen Staaten, das hat nicht nur Vorteile, das hat sehr große Nachteile auch, weil eben natürlich auch die Interessenlage sich einfach verändert, nicht, dass dann das Allgemeininteresse gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Das sehe ich heute als großes Problem, dass man als Durchschnittsbürger eigentlich nicht mehr das Gefühl hat, sie stellen ja auch die Frage, was kann ich da noch überhaupt machen, nicht? Also was ist dann überhaupt noch meine Rolle? Ich bin noch der Kunde des Staates sozusagen, wird man ja sehr oft auch Kunde genannt heute, nicht? Also ich musste eine Strafanzeige machen, weil etwas gestohlen wurde in unserer Wohnung, das ist aber schon etwa 10 Jahre her. Und ich musste auch für die Versicherung musste ich die Strafanzeige machen, dann ging ich auf den Polizeiposten und sagte, ich möchte eine Strafanzeige machen, dann hatte ich das da alles aufgenommen, hat mir das Formular hingegeben, ja, hier unterzeichnen. Und dann war eine Linie, Kunde. Oder? Und ich dachte, ich bin doch nicht der Kunde, ich bin doch hier Bürger. Ich finde das einen Unterschied. Nicht? Ich hatte auch einen Nachbarn, der Polizist war, der hat mir gesagt, ja, ich hatte gestern Abend auf der Streife wieder, habe ich zwei Kunden. Und dachte ich, Kunden? Wie hat man an der Polizeistreife Kunden? Das waren die zwei, die er festgenommen hat, nicht? Also das waren seine Kunden. Ich weiß nicht, ob sie ja schon eine Goldcard hatten, weil sie immer wieder kommen, nicht? Das weiß ich nicht. Aber ich finde, da können wir jetzt drüber lachen, aber es gibt auch ganz eine andere Beziehung, nicht? Als Bürger habe ich einen Anspruch den Behörden gegenüber, weil eigentlich die Behörden meine Interessen und meine Macht, politische Macht, übernommen haben und vertreten müssen, nicht? Als Kunde ist es eine Geschäftsbeziehung. Die kann man auch auflösen. Kann der Staat sagen, ja, also preferred clients, oder? Und primary clients und so weiter und gold clients. Also ich meine, wir müssen es in den Flugzeugen schon immer anhören, nicht? Da gibt es diese gold card holders und privilege und alles, bis die dann alle erwähnt sind, die da besonders willkommen geheißen werden. Und ich denke, öffnet das auch die Tür für, ja, Vorzugskunden, nicht Vorzugsbürger. Also ich sage das einfach, um auch da ein bisschen Gedanken zu provozieren. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich finde es nicht. Ich sehe, dass die Privatisierung sehr große Probleme mit sich bringt, weil eben genau das geschieht, dass das Volk nicht mehr eigentlich als souverän wahrgenommen wird, sondern nur noch als Konsument. Und das ist, denke ich, da gehen wir in die falsche Richtung. Okay, ich habe eine Frage. Und zwar das Nachrichtendienstgesetz. Wir haben viele Fälle von Leuten, die überhaupt nichts mit einer Straftat zu tun haben, die verfolgt wurden. Das sind Journalisten drunter, das sind auch Netzaktivisten drunter. Ich glaube, es braucht ein Recht auf ein faires Verfahren überhaupt. Auch diese Aufsichtsbehörden beim Nachrichtendienst, die reichen nicht. Man hat da der ABND hat gesagt, da werden Nationalräte fischiert. Da wurde ein bisschen gesagt, das geht nicht, aber es hat sich nichts verändert. Ja, und ich denke einfach, das ist gefährlich, wenn man sagt, das Nachrichtendienstgesetz sei eine gute Vorlage für sowas. Die Terrordefinition mag ein bisschen genauer sein, aber
es braucht ein faires Verfahren, um sich dagegen zu wehren. Ja, ich finde es sehr gut, dass Sie es erwähnen. Also das Nachrichtendienstgesetz ist, finde ich, schon sehr problematisch. Nicht nur, dass wir jetzt noch weit darüber hinausgehen mit der neuen Terrordefinition. Nicht schon die im Nachrichtendienstgesetz ist eigentlich nur so halb noch vertretbar. Nicht? Und dann ist natürlich immer auch die Frage, wie so etwas ausgelegt wird. Und das Nachrichtendienstgesetz ist ja nicht einfach nur eine Definition des Terrorismus, sondern da geht es noch um sehr, sehr, sehr viel mehr. Und eben eines ist natürlich der Quellenschutz, der absolute Quellenschutz des Nachrichtendienstes. Das ist unglaublich gefährlich. Eben also die Aufsicht funktioniert natürlich nicht. Also ich meine, ein Bundesrat muss mir nicht erzählen, das sei alles in Ordnung, wir haben ja die Aufsicht und das Bundesverwaltungsgericht kann dann und so, wir sind ja ein Rechtsstaat und muss den Behörden vertrauen. Und erzählt dann aber gleichzeitig, wenn man die Krypto-Affäre aufarbeitet, ja, wir wussten nicht, was der Nachrichtendienst da macht, nicht? Dass der da die halbe Welt, über 100 Staaten, ausspioniert, zusammen mit der CIA und dem Bundesnachrichtendienst, Chiffriergeräte mit Backdoors verkauft, über eine Firma da in die Krypto AG in Zug. Nicht? Also das, und der Bundesrat sagt dann, ja, wussten nichts davon, nicht? Und nachher behauptet er, wir sollen da vertrauen und das geht doch nicht, nicht? Also da stimmt doch was nicht. Und das ist eigentlich offensichtlich der Beweis, dass die Aufsicht nicht funktioniert. Nicht? Wir sagen damit nicht, wiederum nicht, dass der Nachrichtendienst böse Menschen sind, sondern einfach, dass die Aufsicht, eben die Leine nicht funktioniert. Nicht? Und da finde ich schon erstaunlich, wie lethargisch dann die Bevölkerung auch reagiert, wenn diese offensichtlichen Beweise, die sind ja da. Es ist ja alles da. Sie sagen, ja, eine NZZ, Verschwörungstheorien und so. Es ist keine Verschwörungstheorie. Ich meine, ja, die Beweise sind ja da. Das ist schon erstaunlich. Ja. Und das, diese Trägheit, die wird halt dann leider erst, Menschen werden meistens erst dann aktiv, wenn der Schmerz zu groß wird. Nicht? Das sehen wir schon im eigenen Leben mit, sagen wir, gesundheitsschädlichen Gewohnheiten, zu wenig Sport, zu viel, weiß ich was, Essen, Rauchen oder was auch immer. Meistens nimmt man erst dann, ergreift man dann die Maßnahmen, wenn es eigentlich schon ein bisschen zu spät ist. Nicht? Und leider ist das im Politischen oft auch so, nicht? Dass wir zu lange eigentlich vertrauen und dann eine Gesetzeslandschaft schaffen, wo man sich dann kaum mehr dagegen wehren kann am Schluss, nicht? Und ich denke, was wir einfach auch wissen müssen, wenn wir schon von Genetik sprechen und Neurobiologie, genetisch sind wir nicht anders als Menschen, die in einer Diktatur wohnen. Nicht? Genetisch sind wir eigentlich ziemlich identisch. Was anders ist, ist das Rechtssystem. Das sind eben diese einzelnen Gesetze, dass sie eben präzise gemacht sind und dass diese Checks and Balances bei uns eben doch noch funktionieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir dem Sorge tragen, dass wir das genau anschauen und eben nicht so eine Push-Definition übernehmen, die dann die Grundlagen legt für eine Praxis, die gefährlich werden kann mit der Zeit. Weil wir haben mit der Corona-Krise gesehen, innerhalb weniger Wochen kann die ganze Welt auf dem Kopf stehen. Hier war es eben ein Virus, es kann auch eben 9/11 war so ein Watershed-Event, vor 20 Jahren. Und das kann es immer wieder geben, nicht? Und wo die ganze Gesellschaft plötzlich ganz anderen Bedingungen ausgesetzt ist. Und dann kann natürlich so eine Definition ganz plötzlich ganz anders verwendet werden. Und deshalb finde ich eben Klimaaktivisten und so weiter, ich finde es ganz wichtig, dass wir hier nicht naiv sind und dass wir hier sorgfältig umgehen mit diesem wertvollen Mittel der Demokratie, das wir haben. Ja, vielen Dank. Also wir leben, wie wir ja mehrfach gehört haben, wir leben in einer relativ komplexen Welt und Initiativen wie eben das Terrorismusgesetz versuchen ja eine einfache Antwort zu geben. Sie haben das ja auch selbst gesagt, Sie haben in der Arena erlebt, wie schwierig das ist, wenn man sagt, ja, wir machen etwas gegen Terrorismus, danach auch differenziert zu argumentieren, wieso das doch ein schlechtes Gesetz ist. Genau. Ich sehe das auch im Privaten, dass das schwierig ist, solche Diskussionen zu führen und ich sehe das auch ein bisschen als eine Herausforderung für die Demokratie, weil halt einfache Antworten eher gewinnen. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Herausforderung? Sehen Sie das auch? Oder, ja, natürlich. Also ich finde, das ist unglaublich wichtig und eben auch immer das Big Picture
irgendwo im Bild zu behalten. Nicht? Das ist bei ganz vielen Diskussionen, also auch Terrorismus. Ja, was sind eigentlich die Maßnahmen gegen den Terrorismus? Einfach die Repression, oder sagen wir jetzt die Prävention, aber mit repressiven Mitteln. Das ist, ich meine, man kann nicht darauf verzichten, das braucht es. Nicht, wenn jemand ein Gewaltverbrechen vorbereitet, dann muss man etwas dagegen tun. Das ist wichtig. Aber dass wir uns auch die Frage stellen, ich meine, wir machen das schon 20 Jahre, seit 9-11, nicht? Also diese Strategie von Terroristen und so weiter, die ist nicht neu. Das macht, und das hat zu ganz großen Missbräuchen geführt, nicht? Diesen Black Sites und all diesen Sachen. Und auch auf dieser UNO-Terrorliste, man kommt einfach drauf, aber wie kommt man wieder weg, nicht? Also es ist unglaublich schwierig. Also diese Strategie als Alleinlösung hat versagt. Ja? Und deshalb muss man sich auch mal die Frage stellen, ja, was bewegt eigentlich Leute dazu, in ein Flugzeug zu steigen, irgendwie das Personal niederzustechen, das Flugzeug zu entführen und es in ein Hochhaus zu fliegen? Nicht? Oder sich in einem Supermarkt in die Luft zu sprengen? Ich meine, das macht man ja nicht, weil einem nichts Besseres eingefallen ist. Nicht? Also das sind ganz extreme Entscheidungen, die getroffen werden von diesen Extremisten, die damit rechnen, auch das Leben zu verlieren sehr oft. Also die sind in einem Zustand der Verzweiflung. Ne? Die sind nicht alle irgendwie, sagen wir, geisteskrank oder so etwas. Da ist irgendeine, aus welchen Ländern kommen die eigentlich, nicht? Und wie geht es denen in diesen Ländern? Also ich nehme jetzt mal eines, das ein bekanntes Ursprungsland ist, Saudi-Arabien, nicht? Wo jetzt im dschihadistischen Terror, und ich noch ganz klarstellen, Terrorismus ist nicht nur islamisch, da gibt es natürlich ganz andere Strömungen auch noch. Aber wenn man das als Beispiel nimmt, Saudi-Arabien, ja, ein großer Alliierter des Westens, nicht? Aber ein sehr repressiver Staat hat gerade einen Journalisten Khashoggi in einem Konsulat in Stücke schneiden lassen, nicht? Also, aber persönlich wird der Verantwortliche nicht zur Verantwortung gezogen. Man macht so ein bisschen Sanktionen und so und ein bisschen Window-Dressing, aber eigentlich ist politisch die Allianz mit diesem Staat zu wichtig, ja? Weil man eben das machtpolitische Gleichgewicht in dieser Region nicht gefährden möchte. Ja gut, aber dieser Terrorismus, das ist eben ein Nebenprodukt dieser Situation, nicht? Also dieser Hass und dieser Zorn, der herauskommt aus dieser Gesellschaft heraus und der sich gegen uns richtet, warum kommt das? Nicht? Das kommt ja nicht einfach so. Nicht? Das sind nicht die Bösen gegen die Guten, sondern das sind normale Menschen, die irgendwie traumatisiert worden sind und motiviert werden. Oder die Migranten, warum kommen die? Da hört man die Klage, ja, da kommen immer nur die jungen Männer da aus Afrika, die sind faul, die möchten unsere Sozialdienste irgendwie ausnutzen und so. Ja, Moment, warum kommen die jungen Männer und nicht die jungen Frauen? Weil in Libyen die Wahrscheinlichkeit, vergewaltigt zu werden bei der Durchreise etwa 97% ist für junge Frauen, nicht? Also das ist statistisch. Also natürlich schicken die jungen Männer, weil die überleben es eher, nicht? Und können sich organisieren. Und warum kommen die überhaupt? Ja, wenn natürlich, also ganz komplexe, gibt Kriege und so weiter, aber sagen wir einfach mal das Beispiel, die EU-Flotte kriegt keinen Fisch mehr hier in der Nordsee und so, dann geht sie runter nach Westafrika und fischt dort mal alles ab. Dann, die Küstenfischer haben dann kein großes Einkommen mehr. Nicht? Die haben ein Problem. Und der Fisch wird dann erst noch, der Fisch, ihr Fisch, der dann von der EU wird dann günstiger verkauft, tiefgefroren und quadratisch auf dem afrikanischen Markt, als sie es selber verkaufen können. Also können sie nicht mehr fischen. Also machen wir Baumwolle, nicht? Kleider können wir auch nicht verkaufen, weil da kommen die Secondhand-Kleider aus dem Westen, nicht? Und habt das ja ein Milliardengeschäft. Das ist jetzt nicht irgendwie so aus der Luft gegriffen. Die Baumwolleindustrie Afrikas ist geschrumpft um 90% in den letzten 10 Jahren aufgrund dieses Problems, der Secondhand-Kleider, die aus dem Westen kommen, nicht? Also Kleiderspenden nach Afrika ist eine zweischneidige Geschichte. Also Kleider nicht, Fischen auch nicht. Ja, mit der Milch ist es auch so ein Problem, nicht? Weil die Nestepulvermilch ist vielleicht dann günstiger und so weiter. Also ich zeige nur, auch Technologie kann man dort nicht gut produzieren. Das kommt aus China, aus Japan und so. Und dann irgendwann kommen sie halt dann nachher, nicht? Dann nehmen wir den stärksten Sohn und schicken den nach Europa. Der schickt uns dann Geld jeden Monat, nicht? Und im schlimmsten Fall ist es danach noch ein Konfliktland, ja, in das der Bundesrat dann doch findet, man müsse doch
zumindest den Polizeikräften Waffen schicken können und so. Also da kommt diese ganze Thematik natürlich hinein, wo westliche Länder unglaublich viel Geld damit verdienen, dass sie Unrechtsregimes Waffen verkaufen auf Kredit und dafür dann ihre Ressourcen nehmen und so weiter. Also ich meine, diese ganzen auch Industrien, dann die Billiglohnländern unmenschliche Arbeitsbedingungen schaffen. Ich dämonisiere nicht den Westen. Ich sage nur, diese Machtverhältnisse, die wir kreiert haben, haben diesen Effekt. Ja, dass wir natürlich schon aus dem reichen Teil der Welt dominant die Ressourcen dieser Länder beziehen und ausnutzen und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse ganz klar dominieren, die Arbeitsbedingungen dominieren und die zum Teil eben dann auch zu Konflikten, zu bewaffneten Konflikten, zu ethnischen Säuberungen führen und dass wir dort nicht unbedingt einen guten Einfluss haben. Und dann kommen diese Leute natürlich hierher. Ja, weil dieses Risiko, also ich habe diese Konsultation gemacht für meinen Bericht zu Migration und Folter, was diese Leute durchmachen nach dieser Flucht durch Libyen, das machen die nicht freiwillig. Das machen sie nicht, weil sie faul sind und irgendwie hier auf den Sozialdiensten profitieren wollen. Auch in Lateinamerika, wenn das durch Mexiko geht, auch dort die Wahrscheinlichkeit für eine junge Frau, das unbeschadet zu bestehen durch dieses Mexiko hindurch, also ist sehr klein. Also 75% der Migrantinnen werden vergewaltigt oder sexuell ausgenutzt auf diesem Weg, nicht? Und also das nur das ist natürlich nicht nur der einzige Art von Missbrauch, aber es ist sehr massiv, auch Zwangsarbeit und das Ausrauben, die ganzen Erpressungsgeschichten, das hat sehr viel mit unserer Migrationspolitik zu tun, wo man Grenzübertritte kriminalisiert und dann geht es natürlich in die Unterwelt, da kommen die Schmuggler, die Traffickers und so weiter und machen ein Geschäft daraus. Und dass wir uns einfach bewusst werden, die großen Zusammenhänge, warum kommen diese Menschen überhaupt? Ja, wenn ich in einem warmen Land lebe, in den Tropen, wo Früchte wachsen und so, warum komme ich in ein Regen-Nieselland, wo alles kalt ist und die Leute unfreundlich sind? man muss einen Grund haben, nicht? Und sehr oft haben wir so eine ganz verkürzte Logik. Ja, da kommen die Fremden, die wollen was von uns, nicht? Ja, aber was haben wir von ihnen eigentlich alles bezogen vorher, nicht? Weil wir das billigste iPhone wollen und ja, die billigen Bananen wollen und nicht die teuren und das Billigfleisch wollen und so weiter. Nicht? Und dass wir dort vielleicht auch ein bisschen weiterdenken, dass das Big Picture eben dort sehen. Ja. Gut, wir sehen in den Snowden-Enthüllungen zur Joint Threat Research Intelligence Group des britischen Government Communication Headquarters, dass die Methode, Dissidenten wegen vorgeblichen sexuellen Fehlverhaltens öffentlich anzuprangern und dadurch kaltzustellen, eine bevorzugte Technik des tiefen Staates ist. Wie Sie nicht nur in Ihrem Buch darstellen, zielen die Geheimdienste hier nicht nur auf die Person von Julian Assange, sondern auf sein ganzes Umfeld. Solche öffentlichen Pranger ruinieren viele Berufsaussichten und bringen somit kritische Stimmen schon im Vorfeld zum Schweigen, weil sich nur wenige dem Risiko eines Prangers aussetzen möchten. Was können wir als Gesellschaft organisatorisch, rechtlich, technisch oder ganz persönlich gegen diese Art von Angriffen tun? Ja, also ich denke, es ist klar, das ist natürlich eine Methode, die gibt es, nicht? Und die ist natürlich sehr beliebt, weil das Problem der sexuellen Gewalt ist natürlich wichtig. Und ich glaube, zu Recht hat das auch an Wichtigkeit gewonnen mit der MeToo-Bewegung und so weiter. Dass man sich auch eher bewusst geworden ist, wie verbreitet dieser Missbrauch ist. Und da geschieht auch sehr, sehr viel Schaden, nicht? Also da wird sehr viel, werden Verbrechen begangen. Und dass man die verfolgen muss, ist klar, nicht? Also das geht nicht darum, das irgendwie jetzt pauschal zu neutralisieren. Also um Gottes Willen, wirklich nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Aber sobald man natürlich dann einfach dieses Verfahren vereinfacht und sozusagen eine Hexenjagd draus macht, wo man dann einfach unbequeme Dissidenten oder politische Oppositionsführer und so weiter dann so auf diese Art loszuwerden versucht. Das ist natürlich eine Versuchung, nicht? Weil es ist dann ziemlich einfach, die Reputation eines politischen Gegners oder eines Dissidenten so anzuschwärzen. In anderen Ländern ist es vielleicht weniger, sexueller Missbrauch, dann kann es irgendeine
religiöse Geschichte sein, nicht, was man sagt, sei ein Ungläubiger oder so, oder sei irgendwie sonst, also was auch immer moralisch in einer Gesellschaft sehr stark verurteilt wird, wird systematisch natürlich auch benutzt, um Leute anzuschwärzen. Und dass man sich einfach bewusst ist, dass es das gibt und dass es durchaus möglich ist. Und deshalb ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man solche Vorwürfe in einem rechtsstaatlich fairen Verfahren sauber abklärt und dass man Leute nicht vorverurteilt, nicht? Aber dass man natürlich, aber eben auch nicht, weil sie mächtig und berühmt sind, sie dann schützt. Das darf dann auch nicht sein. Das ist auch nicht rechtsstaatlich und objektiv, nicht? Also ich finde das sehr wichtig, dass man dort einfach wiederum einen Grund hat, darauf hinzuweisen, dass Rechtsstaat klingt langweilig, ist aber unglaublich wichtig, nicht? Das ist, Rechtsstaat ist etwa so wie Luft, nicht? Solange sie, Ihnen niemand die Nase zuhält, merken Sie nicht, wie wichtig Luft ist. Ja, das ist so ein bisschen so, ja. Wir haben aber alle Tausende von Litern jetzt konsumiert in dieser Präsentation. Wenn Ihnen jemand die Nase zuhält, dann geht es keine Minute, bis Sie merken, wie wichtig das ist. Und das ist beim Rechtsstaat natürlich auch so, nicht? Solange er funktioniert, ist alles okay. Ja, ist langweilig, möchte ich mich nicht damit befassen. Aber wenn er mal nicht funktioniert, dann haben Sie in einem Fall, der Sie etwas angeht, dann merken Sie es sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Also wichtig auch in diesen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch oder jede andere Anschwärzung, nicht, dass man dort alles, was so moralisch belastet ist, muss man besonders vorsichtig sein in beide Richtungen. Ja, weil die Frau Bundesrätin kritisiert, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich mir überlegt, momentan wird ja die Bundesräte allgemein von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt und nicht vom Volk. Denken Sie, dass die Wahl des Volkes hier mehr Rechenschaft bringen würde? Oder was denken Sie über eine Volkswahl des Bundesrates? Das wurde ja auch, ich glaube, es war mal eine Initiative und die wurde aber dann auch von linken Kreisen kritisiert. Also ich denke, es ist eine interessante Idee, weil ein Problem unseres Systems in der Schweiz ist natürlich auch, dass es sehr parteipolitisch dominiert ist. Nicht? Und das sieht man nicht nur in der Schweiz, dass natürlich Parteipolitik eine Gefahr mit sich bringt, das ist, dass der Kuchen ein bisschen so verteilt wird untereinander. Man sagt so, ja, wir zwei Bundesräte hier, zwei hier, drei hier, das wird so verschachert. Nicht? Und das ist aber eigentlich so, wie wenn man sagt, jeder hat so seine Pfründe, nicht? Auf die er ein Recht hat. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ja? Ist aber in der Parteipolitik schon sehr verbreitet, nicht? Wo man sieht, dass sehr, also im Parlament sehr oft Parteipolitik betrieben wird statt Sachpolitik. Auch wenn es eigentlich um die Sache, also das Volk interessiert die Parteipolitik eigentlich nicht. Die wollen die Sachpolitik behandelt sehen, nicht? Und es ist schon möglich, dass wenn man die Minister, also zumindest die Regierung jetzt, wenn es eine Volkswahl gäbe, dass man hier vielleicht einen direkteren Bezug hätte und damit die parteipolitischen Querelereien ein bisschen umgehen könnte. Das wäre eine interessante Idee. Ja, ja, gut. Dann danke ich Ihnen, Herr Metzer, für Ihren langen Dank. Vortrag. Danke dem Publikum. Und ich wünsche allen einen schönen Abend noch.